das ist ja Verschwörungstheorie, muss man zensieren, das ist Fake News, ne? Und das hat auch überhaupt nichts damit zu tun. There is no planet blah, 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 blah. There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Das ist doch Quatsch. Verstehst du? Das ist doch totaler Quatsch. Aber das ist auch hier Klima-Diskussion. Greta Thunberg, auch ein Produkt von Hillary Norton übrigens, genau wie die Brutkastenlüge-Tante, die soll sich um das Klima und die Bäume kümmern. Wie wär's denn eigentlich mal mit fairen Bezahlung der Frauen in Ostdeutschland? Nee, das könnte man ja direkt umsetzen. Es müssen Ziele sein, die abstrakt sind. Was ist abstrakt? Weg. Okay? Und das ist der Punkt. Und wie gut diese Netzwerke bei uns funktionieren, also andocken und bei uns etwas greifen, was wir als für unsere Überzeugung halten, kannst du zum Beispiel sehen, während der Corona-Krise gab es richtig große Demonstrationen, ohne Abstand, ohne große Masken, ohne Probleme. Das war für Black Lives Matter. Mhm. Auf einmal hat sich ganz Deutschland zusammengerafft und gesagt, wie geht's den Schwarzen in Amerika? Das ist doch Quatsch. Verstehst du? Das ist doch totaler Quatsch. Als in Deutschland die Gewerkschaften stärker wurden, hat man dafür also gleiche Löhne fairer verteilen, also eben nicht dieses von unten nach oben verteilen, ja, dieser ganze Trickle-Down funktioniert ja eh nicht, hat man gesagt, wie können wir das unterlaufen, weil das ist ja kommunistisch. Das ist kommunistisch, das ist mehr Mitbestimmung der Arbeiterschaft, der Produktionsmittel in der Hand. Also, wie können wir das ändern, indem wir so etwas machen, Kampagnen finanzieren, also erstens Chefetage IG Metall, CIA unterstützt. Kann man sich gar nicht vorstellen. Doch, das weiß ich ja gar nicht, du weißt nichts. Okay, dann haben wir Kongress für kulturelle Freiheit oder aber mündige Bürger brauchen keinen Vormund. CDU. Es geht nur darum, die Leute dermaßen einzuseifen. Und dieser Übergriff des amerikanischen Kapitals, den kannst du auf ganz subtile Weise überall erkennen. Der ist so gut getarnt. Eigentlich ist das Edward Bernays Propaganda, dass du das nicht das denkst. Ich sah die irakischen Soldaten. Sie kamen mit Gewehren ins Krankenhaus und haben die Babys aus den Brutkästen geholt. Die Brutkästen haben sie mitgenommen und die Babys auf dem kalten Boden sterben lassen. Es war entsetzlich. Bla bla bla. Build back better. Bla bla bla. Green economy. Bla bla bla. Bla bla bla. Saddam Hussein wütet wie ein neuer Hitler. Und seine Soldaten sind feige Kinderschlechter. Bla bla bla. Jetzt ist die Zeit gekommen. This is not about some expensive, politically correct green act of bunny hugging. Bla bla bla. Um die Aggression dieses gnadenlosen Diktators aufzuhalten, dessen Truppen schwangere Frauen aufspießen und Babys aus den Brutkästen reißen. Net zero by 2050. Bla bla bla. Net zero. Bla bla bla. Climate neutral. Bla bla bla. Unter diesem Eindruck stimmt der Kongress mit knapper Mehrheit schließlich für den Krieg. Ortsbesichtigung im Krankenhaus. Die angeblich demontierten Brutkästen waren noch da. Und die zuständige Ärztin antwortet auf die Frage, ob die Iraker die Babys aus den Brutkästen gerissen haben, eindeutig. No. Aber wie konnte die Lügengeschichte um diese kuwaitischen Brutkästen in die Welt gesetzt werden und die Entscheidung für einen Krieg beeinflussen? Die Antwort findet sich im New Yorker Stadtteil Manhattan, wo die Firma Hill & Knowlton ihren Sitz hat. Hill & Knowlton, das ist das größte amerikanische PR-Unternehmen und betreibt professionelle Meinungsmanipulation. Im Auftrag der Kuwaitis organisierte Hill & Knowlton eine Werbekampagne für die bedingungslose Zustimmung der amerikanischen Bevölkerung zur militärischen Befreiung Kuwaits. Das Ziel unserer Bemühungen war die Frage, wie kann ich die Leute emotional so weit bringen, dass sie die Vorhaben der UN unterstützen und die Iraker hinauswerfen wollen. Die Lügengeschichte von Hill & Knowlton hatte entscheidend mit dafür gesorgt, dass die Amerikaner den Krieg wollten und die Soldaten nach Kuwait schickten.
einfache Fragen an dich. Wie kann das sein, dass eine Firma wie Amazon, die weltweit inzwischen zustellt, also große Teile der zustellt, und deswegen weiß, wohin die, wo derjenige wohnt und die Kreditkarten hat, dass die ihre Server an die CIA vermietet? Wer ist dann Amazon? Kann Jeff Bezos zur CIA sagen, also die Server machen wir so? Oder sagt die CIA zu Jeff Bezos, du weißt schon, wer Amazon ist. Paketdienst haben wir auch, weil wir haben vor allem Wissen. Also ist das wirklich Amazon oder ist das die CIA? Andere Frage. Glaubst du wirklich, dass Elon Musk mit seinem Starlink-Programm 40.000 private Satelliten haben kann, die die ganze Welt beobachten und dass das amerikanische Pentagon sagt, ah, der Elon Musk, hoffentlich verkauft er seine Daten nicht an die Chinesen. Glaubst du das wirklich? Oder ist Tesla nicht was ganz anderes? Seit wann schreibt Tesla eigentlich rote Zahlen? Oder schwarze? Hat das was mit CO2-Zertifikaten zu tun? Ey, wo seid ihr? Wo seid ihr Penner hingedüst? Hey, nun macht nicht so einen Zirkus. Wir haben doch zusammen eine Menge zu tun. Zeigt euch wieder, ich will doch mit euch ins Geschäft kommen. Wo seid ihr? Wo steckt ihr, Schleimscheißer? Ihr habt es hier immerhin mit einem Profi zu tun. Schön beschissen gebastelt. Unter Astroturfing versteht man das künstliche Nachahmen einer Bürgerbewegung, die hinter den Kulissen von Unternehmen oder Lobbyorganisationen gesteuert oder finanziert wird. Die Organisation Fridays for Future hat für heute weltweit zum bislang 10. Klimastreik aufgerufen. Die Aktivistinnen und Aktivisten fordern als Konsequenz aus dem Krieg gegen die Ukraine ein Ende der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und den sofortigen Importstopp von Kohle, Öl und Gas aus Russland. Die Demonstrationen stehen unter dem Motto People, not Profit. Bei solchen künstlichen Bürgerinitiativen werden die Unterstützer meist unter falschen Voraussetzungen und ohne Wissen um die wahren Drahtzieher angeworben. Werden die Auftrag- oder Geldgeber offen benannt und mit tatsächlich Engagierten gearbeitet, bezeichnet man das strategische Einbinden von Bürgern in die politische Interessenvertretung als Grassroots-Lobbying. Wie hier in Berlin gehen in mehr als 300 deutschen Städten Aktivistinnen und Aktivisten auf die Straße. Deutschland unterstütze den Krieg mit dem Kauf fossiler Brennstoffe täglich mit hohen Summen, hieß es von der Bewegung. Weltweit sollen nach Angaben von Fridays for Future mehr als 1000 Veranstaltungen stattfinden. Mit den Protesten solle auch auf die sich weiter verschärfende Klimakrise hingewiesen werden. Und wir schauen jetzt nach Stockholm, wo auch Klimaaktivistinnen und Aktivisten auf der Straße sind und wo Greta Thunberg eine Rede hält, gehalten hat. Das werde ich jetzt rausfinden. Lea Busch in Stockholm. Was hat Greta Thunberg zu sagen? Ja, Greta Thunberg hat hier vor etwa einer halben Stunde, fünf Minuten bla 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 gesprochen. Sie hat nochmal an die Politik appelliert, eben das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten und auch gesagt, es sei irgendwie frustrierend für sie und viele andere Jugendlichen. Einerseits werde von ihnen gefordert, engagiert euch, doch gleichzeitig läuft ihnen einfach die Zeit weg, um auf den 1,5-Grad-Pfad zu kommen. Und sie hat, ich nehme an, mit einem Hinblick in der Nacht zum Ukraine-Krieg... In der Nacht zum Ukraine-Krieg eben auch noch mal gesagt, wie gefährlich es sei, weiterhin fossile Energien zu importieren. Insgesamt war die Stimmung hier relativ gelöst. Es war auch tatsächlich von jung bis alt hier verschiedene Menschen vorbei, die sich jetzt so langsam eben wieder über die Stadt verteilen. Es ist die 10. Auflage weltweiter Fridays for Future-Proteste. Wir haben eben schon die groben Zahlen gehört, aber wie umfangreich sind sie denn dieses Mal weltweit gesehen? Ist es mehr, größer als die letzten Male? Ja, also... Build back better, bla bla bla, green economy, bla bla bla, bla bla bla. Inwiefern haben sich die Anliegen der Protestierenden verändert? Was ist neu, auch im Vergleich zu den bisherigen weltweiten Protesten? Die persuasive Kommunikation, lateinisch persuadere, überreden, ist eine Form der zwischenmenschlichen Kommunikation, die über die Gefühle und Reizreflexe auf das Beeinflussen des Kommunikationspartners zielt.
Primäres Ziel der persuasiven Kommunikation ist das Erreichen von Einstellungsänderungen und ist keine offene Verständigung oder Informationsaustausch, wie es bei einer relevanten Kommunikation der Fall ist. Diese Form der Kommunikation ist in der PR allgegenwärtig und bedient jegliches Merchandising, die ganze Blenderpolitik und den scheinheiligen Lobbyismus und wird auch in der Psychotherapie verwendet. Die persuasive Kommunikation ist sozusagen ein Bullshit-Bingo, was auch in Slogans und Parolen vorkommt. Ebenfalls Bestandteil der persuasiven Kommunikation sind die sogenannten Scheinargumente, das Einmaleins der Überzeugung. Die Scheinargumente sind sogenannte glaubhaft gemachte Fehlschlüsse, die plausibel wirken, aber bei genauerer Betrachtung nicht standhalten und mit der Annahme spielen, dem Glauben ihrer Empfänger. In einer Debatte, vor allem wissenschaftlichen Debatte, werden Scheinargumente nicht als gültige Argumente anerkannt. Diese zielen nur darauf ab, eine relevante Kommunikation zu unterbinden, indem die Anwender versuchen, glaubwürdig zu erscheinen und die Glaubhaftigkeit des Gegenüber ins Lächerliche zu ziehen. Die Anwender von Scheinargumente meandern immer am Kern vorbei, gehen sozusagen nicht auf die Kernpunkte einer Diskussion ein und geben ohne richtige Argumente vor, vor im Recht zu sein. Dies kann in absichtlich oder durch eine Dissonanz unbeabsichtigt sein. Scheinargumente sind Blender aus leeren Phrasen für den Bullshit-Bingo. Der Gegenbegriff davon heißt Argumentum et Veritatem, der sogenannte Wahrheitsbeweis. Die Verteidiger sind in so einer Diskussion immer im Vorteil, wenn sie die Scheinargumente kennen und diese in der Diskussion erläutern können, um das Gespräch zu wenden, weil es dem Anwender von Scheinargumenten nur um die Glaubhaftigkeit geht. Überzeugen Sie einfach mit sachlicher Kunde, indem Sie die Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens, wie die Induktion, Deduktion und Abduktion kombiniert mit der rationalen Logik des Ad absurdum führen, anwenden. Die Rhetorikratgeber, die von der Regierung dem Bürger gegeben werden, sind exakt das Gegenteil. Diese verhindern eine sachliche Auseinandersetzung und lösen keine Debatte, wovon beide Gesprächsseiten profitieren. Diese Taktik nennt man in der Strategie Divide et Impera, teile und herrsche, weil diejenigen, die diese Verhaltenstipps übernehmen, einer Inception unterliegen. Inception bedeutet im Unterbewusstsein Gedanken einpflanzen. Solche Tipps verstärken und verhärten nur eine Spaltung. Die PR-Firmen, die künstliche Bürgerbewegungen und Schauspieler organisieren und leiten, schulen ihre Angestellten genau mit diesen Lobbyisten-Rhetoriken, um Einfluss auszuüben. Nicht, um aufzuklären. Und genau wie Lobbyisten, gehen sie Debatten immer aus dem Weg. Die Angestellten, die Veranstaltungen wie die Freitag für Zukunft organisieren, werden sehr gut bezahlt. Diese Berufe verlangen keine Qualifikationen ab, für die großen Unternehmer zählt nur der Wille. Die propagierte Nachhaltigkeit ist eine geplante Obsoleszenz, mit dem Zweck zum nachhaltigen Konsumieren, um Abhängigkeiten auszuüben. Die persuasive Kommunikation wird institutionell oder staatlich institutionell in Medien zur Beeinflussung der Bürger bzw. der breiten Masse zum Zwecke der Meinungsbeeinflussung genutzt, wobei deutliche Einstellungs-, Beurteilungs-, Entscheidungsverhaltensänderungen herbeigeführt werden sollen. Zu diesem Zweck errichtet zum Beispiel ein totalitäres bzw. totalitaristisches System staatliche Medienorgane bzw. unterhält öffentlich-rechtliche Medien, die dazu dienen, das Volk im Hinblick auf die individuelle und öffentliche Meinungsbildung unter Kontrolle zu halten. Die Propaganda präsentiert einen funktionierenden Staat. Wer eine andere Sicht zeigt, bekommt Ärger. How do I look? Very good. Don't take me home until I'm drunk. I love you. Entindividualisiere dich!
Das miese Spiel ist doch, je individueller du werden willst, umso gesichtsloser wirst du. Die Durchdemokratisierte hat eben gar keinen Inhalt mehr. Es geht nur noch um den mickrigen Willen von irgendwelchen Formfleischmenschen, die gezüchtet wurden in der Weltdiktatur der Demokratie. Die Weltdiktatur der Demokratie hat den weltgleichgeschaltetsten Menschen erzeugt. Sowas hat es doch nicht mal bei Stalin oder Adolf Hitler gegeben. So grafiklose, nichtssagende Fratzen wie heute hat's noch nie gegeben. Abseits des Organisierens gibt es dann doch eine Möglichkeit, mal das Plakat in die Luft zu recken. Aber der Einsatz als Demonstrantin bleibt kurz, denn es läuft noch immer nicht alles rund. Zum Beispiel, dass nicht alle Leute da sind, wo sie sein müssen, dass nicht alle Leute wissen, zu wem sie sprechen müssen, zu welchen Situationen. Aber an sich ist auf jeden Fall alles gut. In Europe there's such a solid environmentalism group that Fridays for Future, but in Latin America there isn't. So we're trying to reach that. It feels like we are the real global leaders. We are the real leadership because the. It feels like we are the real global leaders. We are The real leadership because the global leaders don't know what they are talking about. They think that they are talking about climate crisis, but they don't even know what it is. Ja, also wir haben hier heute schon einige Ukraine-Flaggen gesehen und ich habe auch mit einigen Demonstrierenden gesprochen. Bla bla bla. Es wurde klar, die Klimakrise ist zwar noch das, aber auch irgendwo nicht mehr das alleinige Thema. Also viele beschäftigt hier der Krieg in der Ukraine sehr und sie sagen ihm auch, es hängt miteinander zusammen. Er sei eben auch eine Bedrohung weiterhin und würde den Klimawandel verstärken. Bla bla bla. Die erste Propagandaregel. Wir wollen keinen Krieg. Staatsmänner aller Länder versichern selbst immer feierlich, dass sie den Krieg nicht wollen. Kriege sind immer unerwünscht, nur äußerst selten wird ein Krieg von der Bevölkerung positiv gesehen. Mit der Entstehung der Demokratie wird die Zustimmung der Bevölkerung unabdingbar, daher muss der Krieg abgelehnt werden und man muss im Herzen Pazifist sein, im Unterschied zum Mittelalter, als die Meinung der Bevölkerung eine geringere Bedeutung hatte. So mobilisiert damals zu Napoleons Zeit die französische Regierung die Armee und verkündet zugleich, dass die Mobilisierung kein Krieg sei, sondern im Gegenteil das beste Mittel, den Frieden zu sichern. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, wenn alle Staatsführer vom selben Friedenswillen beseelt sind, fragt man sich, warum Kriege dann überhaupt ausbrechen. Das ist ein Trend, den man hier in Schweden schon etwas länger beobachtet. Es gab hier vor kurzem im Norden des Landes zum Beispiel eine Demonstration von Fridays for Future, die sich dann im Prinzip zu einer reinen Antikriegsdemo entwickelt hat. Oh bla bla bla. Das zweite Prinzip beantwortet diese Frage. Die zweite Regel in Propaganda, der Gegner ist allein für den Krieg verantwortlich. Dieses Prinzip folgt aus der Tatsache, dass jede Partei versichert, zur Kriegserklärung gezwungen zu sein, um zu verhindern, dass der Gegner unsere Werte zerstört, unsere Freiheiten gefährdet oder uns selbst ganz und gar vernichtet. Es handelt sich um die Aporie eines Krieges, der geführt wird, um Kriege zu verhindern. Man gelangt beinahe zu dem mythischen Satz George Orwells, Krieg ist Frieden. So war die USA gezwungen, Krieg gegen den Irak zu führen, weil dieser ihr keine andere Wahl gelassen hatte. Ja, die sagen schon ganz klar, weg von den fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien und mit Blick auf die Ukraine eben auch, dass man dadurch ja quasi Putin finanziell eben unterstütze und er Krieg führen kann. Die dritte Propagandaregel, der Führer des feindlichen Lagers wird dämonisiert, man kann eine Gruppe von Menschen nicht insgesamt hassen, nicht einmal als Feinde. Es ist daher wirkungsvoller, den Hass auf die feindliche Führungspersönlichkeit zu richten. Der Gegner bekommt so ein Gesicht und dieses Gesicht wird natürlich Gegenstand des Hasses werden. Orwell hat dieses Stilmittel eine Runde Hass genannt.
Saddam Hussein wütet wie ein neuer Hitler und seine Soldaten sind feige Kinderschlechter. Bla bla bla. Jetzt ist die Zeit gekommen. This is not about some expensive, politically correct green act of bunny hugging. Umgekehrt, wenn Putin kein Geld mehr hat, kann er das eben nicht mehr. Wobei den Jugendlichen hier schon auch klar ist. Bla bla bla. Die vierte Propagandaregel: Wir verteidigen ein edles Ziel und keine besonderen Interessen. Die wirtschaftlichen und geopolitischen Ziele des Krieges müssen durch ein Ideal maskiert werden, durch moralische und legitime Werte. So verkündete George H. W. Bush: Es gibt Menschen, die das niemals verstehen. Der Kampf betrifft nicht das Öl, der Kampf betrifft eine brutale Aggression. Jetzt ist die Zeit gekommen. This is not about some expensive, politically correct green act of bunny hugging. Gas von Diktatoren, es gibt kein Recht auf Gas von Diktatoren, es gibt kein Recht auf Gas von Diktatoren. Man muss sich halt darüber im Klaren sein, dass die Ukraine gerade Freiheit und Demokratie für uns alle verteidigt. Es müssen mehr Waffen kommen. Wir können die Ukraine in dem Krieg nicht alleine lassen. Sie kämpft auch für uns. Die Ukraine darf nicht verlieren. Putin darf nicht gewinnen. Sehr freundlich, meine Damen und Herren, ich brauche Sie gar nicht fragen. Ich sehe, dass es Ihnen gut geht, denn es muss Ihnen gut gehen. Sie gehören doch zu den Guten. Und das ist doch dieses gute Gefühl, das wir hier im Westen haben, oder? Wir im Westen, wir sind die Guten. Und es ist ganz wichtig, immer zu wissen, dass man auf der richtigen Seite steht. Egal, was auf der Welt passiert, und wir stehen immer auf der richtigen Seite. Das ist ja das ganz Tolle. Dieses schöne Gefühl, wenn man weiß, dass der Gott, an den man selber glaubt, dass der wirklich da ist und allmächtig ist und dass der Gott, an den die anderen glauben, überhaupt nicht existiert. Das ist doch wichtig, dieses Gefühl, dass man auf der richtigen Seite steht, dass wir im Westen mit dieser kapitalistischen, marktwirtschaftlichen Art zu wirtschaften dafür sorgen, dass die ganze Welt irgendwann mal in Freiheit und Wohlstand und Glück leben kann und dass diese Bösen im Osten wohnen, die im Namen des Sozialismus allen Menschen alles nur wegnehmen wollen. Und dass wir das nie vergessen, meine Damen und Herren, dass wir nie vergessen, dass wir auf der richtigen Seite stehen, dafür sind unsere Medien da, das ist das schön. Unsere Medien, die kriegen es hin, jedes Thema so zu bearbeiten, dass wir auf der richtigen Seite stehen. Das finde ich großartig. Ukraine ist ein wunderbares Beispiel. Ukraine, da weiß bis heute keiner ganz genau, was da passiert ist. Was auf dem Maidan los war, wissen wir nicht wirklich. Wer da geschossen hat, wer da hat schießen lassen, das ist bis jetzt ungeklärt, aber wir sind auf der richtigen Seite. Das ist doch großartig, oder? Das muss man erstmal hinkriegen. Denn man muss das eben unterscheiden können. Sehen Sie, wenn der demokratisch gewählte Präsident Janukowitsch von bewaffneten Kämpfern verlangt, dass sie Regierungsgebäude, die sie besetzt haben in Kiew, räumen, ist das was ganz anderes, als wenn eine Übergangsregierung, die sie selbst ernannt hat, von bewaffneten Kämpfern verlangt, dass sie in der Ostukraine Regierungsgebäude räumen, die sie besetzt haben. Sehen Sie, der Janukowitsch, der hätte in gar keinem Fall Gewalt anwenden dürfen. Das hätten wir niemals akzeptiert. Die Übergangsregierung, die darf ihre eigene Bevölkerung mit Hubschraubern beschießen. Das ist aber doch gut zu wissen, dass nicht alle alles dürfen. Was die Guten dürfen, dürfen die Bösen noch lange nicht. Stellen Sie sich mal vor, der Putin hätte das Handy von der Merkel abhören lassen. Da würde der Generalstaatsanwalt jetzt nicht gegen Unbekannt ermitteln. Das ist eben ein Unterschied. Alle Länder auf diesem Planeten sind mehr oder weniger komplett durchdemokratisiert. Selbst Nordkorea ist vollkommen demokratisch. Afghanistan vollkommen demokratisch. Die Nuancen sind minimal. Und darüber überhaupt nachzudenken, über diese minimalen, spitzfindigen Unterschiede, das Zeitverschwendung, das ist Stammtischgesülze. Also jetzt habe ich einfach alles gesehen. Wirklich? Schon mal gesehen, wie ein Mann seinen Kopf aufisst? Nein. Dann haben Sie also doch nicht alles gesehen. Und wir auch nicht. Und was hat das Ganze bitte mit mir zu tun? Unsere einzige Chance ist jemand, der einen spielt, der ihm helfen will. Ein Schauspieler, der so gut ist, dass die denken, er sei einer von ihnen. Das ist Wahnsinn. Ich bin Schauspieler und kein Spion. Darum geht's bei Spionage, Schauspielkunst, und man sagt, Sie sind der Beste. Ein Schauspieler mit doppeltem Hauptfach Theater und Weltsprachen. Teufel, Sie sind die perfekte Waffe, Gary. Ja, die sagen schon ganz klar,
weg von den fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien und mit Blick auf die Ukraine eben auch, dass man dadurch ja quasi Putin finanziell eben unterstütze und er Krieg führen kann. This is not about some expensive, politically correct green act of bunny hugging. Umgekehrt, wenn Putin kein Geld mehr hat, kann er das eben nicht mehr. Wobei den Jugendlichen hier schon auch klar ist, bla bla bla, dass der reine Importstopp natürlich nicht gleich zu Frieden führt. Bla bla bla. Und im Hinblick auf die Klimakrise noch deutlich mehr folgen muss, um auf den 1,5-Grad-Pfad zu kommen. Das ist 10 Jahre früher, als die Bundesregierung es jetzt zum Beispiel in Deutschland will. Aber auch global kann man sagen, dass die Forderungen von Fridays for Future hin zu Erneuerbaren deutlich vor denen der Regierungen in den meisten Ländern liegen. Bla bla bla. Die Begründung ist ganz klar. Bla bla bla. Man macht sich damit unabhängig, unabhängig auch von dem Import von fossilen Energien. Und ich meine, ein Schild hier, was von vielen getragen wurde, war eben auch nochmal zu sagen, der Profit, der darf eben nicht über das Leben von Menschen gehen. Und damit ist das eben auch nochmal ein Wink. Bla bla bla. Und dann ein Wahnsinniger, mit dem wir jetzt umgehen müssen. Wir haben gerade, während Sie gesprochen haben, auch Bilder von einem Einschlag in einem Kraftwerk in Luhansk gesehen. Da sind Feuerbälle zu sehen, dramatische Bilder. Dort überall aus dem ganzen Land sehen wir Explosionen. Es ist ein und hören das hier auch. Sie sehen es und hören es auch, Herr Bruck. Auch wir sehen gerade Bilder, Herr Frey. Putin. Wir sehen, während Sie sprechen, sehen wir Bilder von russischen Fallschirmspringern, die in der Nähe von Kharkov landen. Es sind Hunderte, Tausende. Es sieht aus wie ein Heuschreckenschwarm, der da am Himmel ist, von oben herabkommt. Das ist wirklich absolut unglaublich. Bilder wie diese, also russische Fallschirmspringer, die einmarschieren, die landen dort in der Ukraine. Ja, es ist nicht anders als ein Krieg zu bezeichnen. Die 5. Propagandaregel: Der Feind begeht wissentlich Grausamkeiten und wenn wir Fehler machen, geschieht dies unbeabsichtigt. Die Geschichten über Grausamkeiten des Feindes stellen ein wesentliches Propaganda-Element dar. Grausamkeiten gehören zu allen Kriegen. Aber die Darstellung, nur der Feind beginne Grausamkeiten und die eigene, humanitäre Armee werde von der Bevölkerung geliebt, macht sie zum Teil der Propaganda. Die Kriegspropaganda begnügt sich dabei nicht mit den tatsächlichen Vorfällen, sie hat es nötig, inhumane Grausamkeiten zu erfinden, um den Feind als alter Ego Hitlers erscheinen zu lassen. Die 6. Propagandaregel: Der Feind benutzt unerlaubte Waffen. Und die 7. Propagandaregel: Wir erleiden geringe Verluste, die Verluste des Feindes sind erheblich. Leiten sich von der 5. ab. Sie sollen über die Gefühle, die Reizreflexe, die Kampfmoral steigern und wiederum bei dem Feind schwächen. Dazu braucht es die PR der Medien, die in Schrift, Ton und Bild einen Informationskrieg organisieren kann. Menschen mit geringerem Selbstbewusstsein oder die autoritätsgeil sind, brauchen eine symbolische Vertretung, das ihr Vertrauen gewinnt. Darum ist die 8. Regel der Propaganda. In dieser Frage von Freiheit, von Frieden und Demokratie geht es auch um die Haltung, liebe Freundinnen und Freunde. Ja! Slava Ukraini. Okay, ganz schnell. Morgen, Freitag, gehen wir an über 300 Orten in Deutschland auf die Straße für Frieden und Klimagerechtigkeit. Und manche fragen sich jetzt so, ey Leute, ist gerade Krieg in Europa, habt ihr keine anderen Hobbys, muss es denn ausgerechnet jetzt sein? Ey Leute, habt ihr denn keine anderen Hobbys, muss es denn ausgerechnet jetzt sein? Zum einen, wenn wir morgen auf die Straße gehen, dann gehen wir in größter Solidarität mit der Ukraine auf die Straße. Und Ukraine im ESC-Finale. Yes! Böse Zungen munkeln, die können das sogar gewinnen. Oh, harte News. Ukraine gewinnt Eurovision Song Contest. Beim Wettbewerbsfinale im italienischen Turin siegte die Hip-Hop-Band Kalush Ukraine. Orchestra vor Großbritannien und Spanien. Oh, Heiland. Ukraine bricht Regel und gewinnt. Hä? Also Deutschland landet auf dem letzten Platz. Malik Harris ist übrigens also Deutschland. Und in einer kämpferischen Geste schlug Pschuk mit der Faust der rechten Hand danach auf seine Brust.
Das ist eigentlich explizit verboten. Ne? Also die Moderatoren stellen sich innen, reagierten verblüfft und mit ernster Miene. Ein politisches Statement darf man da nicht abgeben. Gut so. All of you, please help Ukraine. Mariupol, help Azovtal right now. Das ist ungeheuerlich. Der deutsche Beitrag von Malik Harris landete mit 6 Punkten auf dem letzten Platz. Obwohl der Malik mit einer heldenhaften Geste da seine Gitarre tapeziert hatte, letzter Platz, verdammt, auch er setzt ein Zeichen für die Ukraine. Ihm sei öfter gesagt worden, kein Statement machen, aber Harris hat es trotzdem gemacht. Fahne auf die Gitarre geklebt, ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Es fühlt sich sehr, sehr gut an. Toll, dieser Gratismut. Slava Ukraini. Propagandaregel Nummer 8. Anerkannte Kulturträger, Prominente, Künstler und Wissenschaftler unterstützen unsere Sache bzw. unser Anliegen. Seit dem Ersten Weltkrieg haben Intellektuelle meist massiv ihr eigenes Lager unterstützt. Jede Kriegspartei konnte auf die Unterstützung von Künstlern, Schriftstellern und Musikern zählen, die das Anliegen ihrer Länder durch Initiativen in ihren Tätigkeitsfeldern unterstützten. Und US-Demokratin Pelosi trifft Zelensky in Kiew. Hier sehen wir sie mit Kinder. Oh, Fliegeralarm während Angelina Jolie Ukraine Besuch. Moment mal, Redaktion. Ach, Angelina Jolie in der Ukraine gesichtet. Also, das ist sie. Also, kommt in meine Arme mit ein paar Kindern. Und Christoph Metzelda soll, als er diese Bilder gesehen hat, auch einen Ukraine Besuch angekündigt haben. And the final tally. I think you are the boss. No, you are the boss. You are the president. I'm definitely not the president. Okay. We are presenting our 6th package of sanctions. Diejenigen, die Falschmeldungen verbreiten, wollen ihnen schaden. This sends another important signal to all perpetrators of the Kremlin. We know who you are. We will hold you accountable. You're not getting away with this. Uschi von der Leyen. Die 9. Propagandaregel. Unsere Mission ist heilig. Oder auch unser Anliegen hat etwas Heiliges. Dieses Kriterium kann auf zweifache Weise verstanden werden. Im wörtlichen Sinn verstanden, stellt sich der Krieg als Kreuzzug dar, hinter dem ein göttlicher Auftrag steht. Dem Willen Gottes darf man sich nicht entziehen, man muss ihn erfüllen. Diese Auffassung hat seit dem Regierungsantritt George W. Bushs eine neue Bedeutung gewonnen. Der Irakkrieg erschien als Kreuzzug gegen die in Anführungszeichen Achse des Bösen, als Kampf des Guten gegen das Böse. Zitat: Es war unsere Pflicht, dem Irak die Demokratie zu bringen, ein Gut, das direkt dem Willen Gottes entsprang. Zitat Ende. Krieg zu führen war damit die Verwirklichung des göttlichen Willens. Politische Entscheidungen nehmen einen biblischen Charakter an, der alle sozialen und wirtschaftlichen Sachverhalte ausschaltet. Adolf Hitler war doch nur ein Bühnenmensch, der stand auf der Bühne und wurde von der Bühne in die Realität gezerrt. Der hat einen Science-Fiction-Roman geschrieben, der hieß Mein Kampf. Der wurde dann in der Realität umgesetzt. Ja, wer hat wen verführt? So kennt man ihn, ja. Zu den Fakten wollte ich noch kurz was sagen, nicht? Das mit den Fakten, sagen wir es mal so, die Fakten, die reden Klartext, ja? Und die Fakten sagen, es ist Krieg da draußen. Und das will aber niemand wissen, deswegen ist es aber trotzdem. Die New York Times hat Warren Buffett kürzlich gefragt, was der zentrale Konflikt unserer Tage ist, aus seiner Sicht. Und er hat ohne zu zögern geantwortet, der zentrale Konflikt ist der Krieg Reich gegen Arm. Und meine Klasse, die Klasse der Reichen, die hat diesen Krieg begonnen und sie wird ihn auch gewinnen. Falls Sie nicht wissen, wer Warren Buffett ist, das ist immerhin der erfolgreichste Großinvestor aller Zeiten und hat 60 Milliarden auf der hohen Kante. Nicht? Und er ist siegesgewiss natürlich, was kein Kunststück ist. Nicht? Wenn man im Waffenarsenal finanzielle Massenvernichtungswaffen hat, dann kann man siegessicher sein. Ist übrigens auch O-Ton Warren Buffett, finanzielle Massenvernichtungswaffen. Mit dem werden Sie den Krieg vielleicht gewinnen, wir wissen es noch nicht, aber er ist im Gange. Wir müssen verstehen, was für ein Chaos die älteren Generationen angerichtet haben, das wir nun aufräumen und mit dem wir leben müssen. Mit solchen Sätzen hatte die erst 16-jährige schwedische Schülerin Greta Thunberg den Teilnehmern der Klimakonferenz in Katowice ins Gewissen geredet. Nun ist sie nach Davos gereist, natürlich nicht mit dem Flugzeug. Sie nahm den Zug und schoss dabei Fotos für ihre Twitter-Follower. Zeit hatte sie dafür zu Genüge. Die Fahrt dauert weit über 30 Stunden. Neben Proviant hat sie im Gepäck
Ein Demonstrationsschild mit der schwedischen Aufschrift Schulstreik fürs Klima. Mit ihrem Schulstreik ist sie nicht mehr allein. Nicht nur in der Schweiz ist Greta zum Vorbild geworden. 4000 Schülerinnen und Schüler gingen in Genf für das Klima auf die Straße. 8000 sollen es in Lausanne gewesen sein. Wir machen all das nicht, weil wir die Umwelt retten wollen oder sowas, sondern wir wollen unsere Zukunft retten. Als wir vor 4 Jahren angefangen haben, aktiv zu sein, für unsere was zu tun, haben wir gedacht, wir müssten den Eisbären retten. Aber kurz danach haben wir Kinder erfahren, dass es nicht darum geht, den Eisbären zu retten, sondern unsere Zukunft. Wir sind genauso Egoisten wie die Erwachsenen, die diese Probleme verursachen. Ich will Geld verdienen und mir Segeljachten kaufen von meiner Dividende und sowas. Ich glaube nur wirklich, dass langfristig ich mit dem Weltverbessern mehr Geld verdienen kann. Ich glaube, langfristig wird Weltverbessern wirtschaftlich sein. Und ehrlich gesagt, alles andere juckt mich nicht und finde ich auch relativ langweilig. Das spielt doch überhaupt keine Rolle. Was interessiert es den Mount Everest, dass ich ihn besteige? Diese ganzen Selbstverwirklichungspisser, das ist alles eine Erfindung von Mönchen. Das sind Mönche, das sind Ich-Mönche, Schamanisten. Wer die Organisation hinter Fridays for Future hierzulande durchleuchtet, stößt auf den Vizepräsidenten des Deutschen Club of Rome, Fritjof Finkbeiner. Dessen Sohn Felix Finkbeiner trat vor 10 Jahren als kindlicher Umweltmessias mit Plant for the Planet in die Öffentlichkeit und vor die UN. Jetzt ist Felix zu alt und Greta tritt in seine Fußstapfen. Und Plant for the Planet verwaltet das Spendenkonto von Fridays for Future. Kopenhagen vor ziemlich genau 13 Jahren, im Dezember 2009, 27.000 Delegierte jetten zum großen COP15 Klimapalaver nach Kopenhagen. Im Vorfeld der Konferenz zieht die Klimarettungsindustrie alle propagandistischen Register, um Öffentlichkeit und Regierungen moralisch unter Druck zu setzen. Es wurde sogar ein Eröffnungsfilm produziert, Please Help the World. In der Eingangsszene sieht man fröhlich spielende Kinder, doch die Idylle trügt. Dramaturgisch perfekt inszeniert, steuert die Handlung mitten in eine Katastrophe biblischen Ausmaßes, so als habe Roland Emmerich die Regie geführt. Star des aufwendig produzierten UN-Propagandastreifens ist ein kleines Mädchen, das sich ums Klima sorgt. Am Ende steht es in einer düsteren Wüstenei und sagt mit erdrückter Stimme, Please help the world. Ende vergangenen Jahres erschienen Medienberichte, in denen Kritik an der Stiftung laut wurde. Der Stern hat daraufhin eigene Recherchen angestellt, Plant for the Planet in Bayern und auch das Pflanzprojekt in Mexiko besucht, Forst-, Klima- sowie Naturschutzexperten befragt. Dabei wuchsen Bedenken an der Arbeit von Plant for the Planet. Im Kern handelt es sich bei den Defiziten um die zweifelhafte Struktur der Organisation, die strittige wissenschaftliche Fundierung, die mangelnde fachliche Begleitung und die fehlende Nachprüfbarkeit von Erfolgsmeldungen. Bruna Plus Jahr hat daher beschlossen, die Unterstützung für Plant for the Planet vorerst ruhen zu lassen. Das Gefangenenlager Ich, das ist eröffnet worden, das Gefängnis der Weltdiktatur der Demokratie ist so riesig, dass ich die Wachtürme gar nicht mehr sehe und freudestrahlend in meine Vernichtung hineinlaufe. Guckt euch die Zeitmaschine an. Wir sind gerade alle dabei, Eloise und Morlocks zu werden. Das ist die Zukunft der Degeneration, Weltdiktatur der Demokratie. Das Dogma, das ist ein totales Dogma, die Weltdiktatur der Demokratie. Totales Dogma. Und wir werden zu weltgleichgeschalteten Formfleischmensch gezüchtet. Ja, zu Zierfischen. Wir sollen uns nur noch vor den politischen Karren der Demokratie spannen. Er ist 13 Jahre alt und hat die weltweit tätige Umweltaktion Plant for the Planet gegründet. Er pflanzt weltweit Bäume, spricht vor der UN-Vollversammlung in New York und hält Topmodell Gisel Bündchen auf Plakaten den Mund zu. Die Rede ist von Felix Finkbeiner aus Pähl am Starnberger See. Georg Ertl, Vorsitzender der Waldbauernal Döttingburghausen, hatte diesen talentierten und engagierten Umweltaktivisten zu einem Vortrag eingeladen. Und Felix Finkbeiner kam, ebenso wie hunderte interessierte Waldbauern. Ich glaube nicht, dass ich hier den Waldbauern
hier einen Rat geben muss. Ich bin überzeugt, dass hier alle Waldbauern wissen, was wir tun müssen. Und sie sind auch ein tolles Beispiel mit dem, dass sie nachhaltig... Nachhaltig? Forstwirtschaft betreiben. Was extrem wichtig ist für unsere Zukunft. Nachhaltige Forstwirtschaft. Das ist das Ziel von Felix Finkbeiner. Uns Kinder geht es um unsere Zukunft. Wir machen all das nicht, weil wir die Umwelt retten wollen oder sowas, sondern wir wollen unsere Zukunft retten. Als wir vor 4 Jahren angefangen haben, aktiv zu sein für unsere was zu tun, haben wir gedacht, wir müssten den Eisbären retten. Aber kurz danach haben wir Kinder erfahren, dass es nicht darum geht, den Eisbären zu retten, sondern unsere Zukunft. Wir sind genauso Egoisten wie die Erwachsenen, die diese Probleme verursachen. So viel Offenheit ist selten, aber wohl auch ein Grund für seinen Erfolg. Und weil es um seine ureigenste Zukunft geht, ist der 13-Jährige neben der Schule und seinen Hobbys ständig unterwegs und versucht, neue Mitstreiter zu finden. Wir Kinder veranstalten weltweit Akademien. Das sind Eintagesveranstaltungen, bei denen wir Kinder andere Kinder ausbilden, damit sie auch mitmachen können, auch Vorträge halten können, auch Pflanzaktionen organisieren können. Felix Finkbeiner wird zu einer Akademie für Kinder am 9. April in Ampfing und Töking abhalten. Sie sind alle verloren! Sie sind im Abgrund! Sie sind schon tot! Das sind Zombies! In einem neuen Nahrungssystem hat Milch keine Zukunft. Wir müssen zuerst die Kuh produzieren, um dann die Milch zu produzieren, was überhaupt nicht gut für unseren Planeten ist. Und gleichzeitig ist Milch total unphysiologisch für unseren Körper. In Kalifornien entwickeln ein paar Biochemiker Milch aus Erbsen, aus der gelben Erbse, die tatsächlich 95% weniger Wasser braucht und mehr Nährstoffe hat als herkömmliche Kuhmilch. Vielleicht ist die Zukunft unserer Milchindustrie tatsächlich Produkte, die aus völlig anderen Rohstoffen entwickelt werden und dafür besser für unseren Planeten sind und besser für uns. Aber wenn ihr antretet mit Make this world a better place, und wenn ich dann schaue, was habt ihr denn gemacht? Habt ihr die Welt einen besseren Ort gemacht? Ist alles da, alles bewusst. Und alle haben so den Anspruch, ja, wir wollen diese Erde einen besseren Ort machen. Und rauskommt das, mit dem wir uns heute gegenübersehen. Ob das jetzt Klimawandel ist. Das ist zum Beispiel was, wo diese vorhin schon erwähnte Skoll Global Threats Fund groß aktiv ist. Wie das schon heißt, schon der Name Skoll, das geht eben auf den Namen Jeff Skoll, Gründer von eBay. Auch da, eBay. Hey, macht eBay die Welt besser? Könnt ihr nicht die Welt besser machen mit euren Milliarden? Ich meine, also ganz ehrlich, mir würden ein paar Dinge einfallen, wie ihr wirklich die Welt besser machen könnt, das Leiden von Menschen reduzieren. Da würden mir gute Dinge einfallen. eBay, richtig, richtig groß. eBay-Gründer Jeff Skoll, der hat auch, das ist auch ein so selbst sehen die sich alle als so Menschenliebhaber, ja, als Anthropophilisten so, die halt irgendwie was Gutes tun für den Menschen. Und der hat dann mit seinem vielen Geld unter anderem eben den Skoll Global Threats Fund aufgemacht. Und aber was geht's da in diesem Skoll Global Threats Fund? Die beschäftigen sich mit Klimawandel, Pandemien, das ist natürlich auch super interessant, gerade heute, wo jetzt diese Corona-Geschichte sich ausbreitet. Ich weiß nicht, wann ihr das seht, Stand jetzt ist es gerade ein richtig heißes Ding. Und beispielsweise auch halt mit mehreren solchen Umweltthemen, aber auch Wasser. Und das sind diese ganzen großen Themen des, im Amerikanischen sagt man, Environmentalism. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig auf Deutsch übersetzt. Wenn ich jetzt in einem Wörterbuch nachschaue, dann kommt halt dann sowas wie die Umweltschutzbewegung. Aber hey, bei der Umweltschutzbewegung bin ich auch dabei. Weißt du, halten wir unsere Flüsse sauber, da bin ich auch dabei. Aber Environmentalism, da scheint mir noch was anderes zu sein. Das ist schon dieser Ismus. Das ist schon eine Ideologie, eine Agenda, ein Parteiprogramm, wenn du willst, geworden. Und das wird jetzt auf die ganze Welt draufgedrückt. Und das kommt von diesen Leuten. Und alles ist immer so gut gedacht und so sehr aus diesem Charity-Gedanken. Die gründen dort riesengroße Charity-Programme, alles Philanthropen. Da wird Geld reingesteckt in medizinische Programme. Das wissen wir vom Zuckerberg, ganz Afrika wird geimpft. Da kommen dann diese großen Impfprogramme. Und das geht, selbst Gedanken von Eugenik und so weiter sind da nicht weit weg. Und das ist so der große, große Widerspruch, um den es hier geht. Komm, wir stellen uns ein bisschen in die Mitte. Hier.
Hi, wie geht es euch? Wow, irre Stimmung hier. Und eins möchte ich sagen, bevor du mich fragst. Ich bin Kapitalist, ne? Also ich bin überhaupt nicht Anti-Capitalism. Mir gehört ein Viertel von Basen, da freue ich mich auch drüber. Das soll mir auch weiterhin gehören. Ich will Geld verdienen und mir Segeljachten kaufen von meiner Dividende und sowas. Ich glaube nur wirklich, dass langfristig ich mit dem Weltverbessern mehr Geld verdienen kann. Ich glaube, langfristig wird Weltverbessern wirtschaftlich sein. Und ehrlich gesagt, alles andere juckt mich nicht und finde ich auch relativ langweilig. Das ist ein Märchen, der Ich-Mönche, der miesen Schamanen. Diese miesen Schamanen, die ersten Menschenführer, die meinten, sie könnten mit Tieren reden oder mit Toten. Das ist doch zynisch, das sind mickrige Zyniker. Ja, das sind die ersten Diktatoren, Menschendiktatoren. Denen wurde dann in den Arsch gekrochen. Daraus sind Religionen entstanden. Heiligtum, Priester, Pfaffen, Popen, alles weg damit. Kniet niemals mehr ideologisch nieder. Das sind vollkommen nichtssagende Figuritäten. Diesen Leuten darf man nie wieder zuhören. Das sind einfach nur Gurus. Die wollen, dass du niederkniest. Jeder hat wahrscheinlich schon einmal in der Fußgängerzone einer größeren Stadt die Stände von Amnesty International, dem WWF, Greenpeace oder Target gesehen. Zumeist finden sich da junge Leute, die motiviert auf die gute Arbeit der jeweiligen Organisation hinweisen und ganz nebenher um eine finanzielle Unterstützung für den Schutz der Umwelt oder die Durchsetzung der Menschenrechte bitten. Mancher wird sich über das Engagement der Schüler und Studenten freuen und gerne etwas spenden. Sehr oft handelt es sich hier aber nicht um freundliche Umwelt- oder Menschenrechtsaktivisten, sondern um speziell geschulte Studenten, die mit solchen Geldsammelaktionen ihr Einkommen aufbessern. Wer hübsch aussieht und auf andere sympathisch wirkt, der kann mit dieser Methode viel schneller und leichter sein Geld verdienen als im Restaurant oder bei der Altenpflege. Damit werben die Vermittlungsfirmen auch ganz offen, die nach neuen Mitarbeitern für ihre Spendenwerbeaktion suchen. Zusätzlich werden die zumeist jungen und attraktiven Spendenwerber auch durch Provisionen motiviert, die ihnen für besonders viele und hohe Verträge versprochen werden. Natürlich reden die jungen Teilzeitangestellten gegenüber ihren potenziellen Geldgebern im Allgemeinen nicht über ihre eigenen finanziellen Interessen. Gerade der Eindruck des ehrenamtlichen Engagements öffnet eben viel schneller das Portemonnaie. Bevor sie auf die Menschen losgelassen werden, erhalten die zukünftigen Spendenwerber ein spezielles Verkäufertraining, bei dem ihnen beigebracht wird, welche Menschen sie ansprechen sollen und mit welchen Tricks sie ihre Gesprächspartner am leichtesten zu einem Spendenabschluss bringen können. Beispielsweise werden Passanten mit den Worten angesprochen: Sie wirken wie ein guter Mensch. Das ist nett und bindet zugleich emotional. Jeder will doch gerne ein guter Mensch sein und diese Einschätzung nicht aufs Spiel setzen, indem man sich weigert, für eine so notwendige und gute Sache zu spenden. Andere versuchen es mit Formulierungen wie: Sie möchten doch bestimmt etwas für arme Kinder tun. Wer kann da schon einfach Nein sagen, ohne sich als schlechter, gefühlloser Mensch zu empfinden? Sicher ist die Arbeit der jeweiligen Organisation, für die diese Spenden, Werbung veranstaltet werden, häufig sogar gut. Dem Spender ist allerdings nur selten bewusst, dass ein durchaus beachtlicher Teil seines Geldes nicht für die beworbene Sache, sondern für das Einkommen der Werber, die Verwaltung und die Medienaktion verwendet werden. Wenn das Geld am Ende eben nur zu einem deutlich kleineren Teil in die Unterstützung der Flüchtlinge oder die Rettung des Urwaldes fließt, würde sich mancher seine Spendenzusage vielleicht noch einmal gründlich überlegen. Auch die Spendenwerber werden mit nicht ganz lauteren Methoden gesucht. Im Mittelpunkt steht hier nicht das Engagement für eine gute Sache, sondern der in Aussicht gestellte Verdienst. Man bezeichnet die Tätigkeit auch nicht banal als Spendenwerbung, obwohl es natürlich genau das ist. Stattdessen werden die Klinkenputzer Dialoger genannt, weil sie ihren Gesprächspartner mit rhetorischen Tricks und eingeübten Antworten zum Vertragsabschluss bringen sollen. Eigentlich zielen die Aktionen nicht so sehr auf Einzelspenden, sondern mehr auf Spendenabos, bei denen regelmäßig Geld vom eigenen Konto abgebucht wird. Menschen immer wieder neu um Geld zu bitten, ist nämlich deutlich schwerer. Und schon allein aus mangelnder Aufmerksamkeit oder Gewohnheit behalten viele Menschen einen einmal eingereichten Dauerauftrag bei.
Eine Organisation wirbt mit dem für viele junge Menschen verführerischen Spruch »Gutes tun auf Reisen«. Reisen wollen viele Schüler und Studenten, auch wenn oft die nötigen Finanzen fehlen. Abgesehen von einer kostenlosen Reise werden einem dann noch ein motiviertes Team, Abenteuer, ein attraktiver Verdienst und der Einsatz für eine gute Sache versprochen. Das Unternehmen arbeitet mal für Greenpeace und mal für SOS Kinderdörfer oder eine der vielen anderen NGOs mit gutem Namen. In jedem Fall soll der Werber unter 30 Jahren sein, so wird verlangt, weil im Spendengeschäft der jugendliche Sympathiefaktor eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt. Gefordert bzw. versprochen werden, Zitat, Motivation und Bereitschaft für ein Abenteuer. Realistisch gesehen geht es aber weniger um Abenteuer, sondern viel eher darum, an der Haustür und in den Innenstädten Menschen für Dauerspenden zu werben. Versprochen werden dem potenziellen Mitarbeiter ein Lohn zwischen 2.500 und 3.500 Euro im Monat, ein kostenloses Verkäufertraining, kostenlose Unterkunft und Verpflegung sowie Fahrkosten. Allein um den eigenen Lohn und weitere Ausgaben wieder einzuspielen, müsste der Werber also monatlich etwa 3.000 Euro Spendengelder zusammenbringen. Weil ein Teil des Lohnes aber in Provision für getätigte Abschlüsse liegt, verdienen die meisten schlussendlich weniger als ursprünglich versprochen. Mit der Organisation, die sie vertreten, müssen sich die Spendenwerber nicht besonders identifizieren. Das kann auch relativ schnell von Woche zu Woche wechseln, je nachdem, welche Hilfsorganisation sie gerade anheuert. Hier geht es nicht in erster Linie um die gute Sache, hier geht es ums Geld. Um möglichst hohe Provisionen auf der einen und um möglichst viele Spendenabos auf der anderen Seite. Ein Sprecher des WWF gibt offen zu, dass Spender sozusagen auf dem freien Markt gekauft werden. Je nach Spendenhöhe und Alter des Spenders, das entscheidet, wie lange er in der Zukunft noch überweisen könnte, werden den professionellen Spendewerbern entsprechende Provisionen gezahlt. Auf Dauer bedeutet das für uns Verarmung und diese wertschöpfenden Arbeitsplätze werden ersetzt durch, ich habe es neulich auf meiner Rede gesagt, Bullshit-Arbeitsplätze, ja? Gender Studies, und so weiter, dieses ganze unproduktive Zeug, das aber aus den wertschöpfenden Maßnahmen irgendwo bezahlt werden muss. Ich meine, selbst so eine Professorin für Gender Studies, die verbraucht Benzin, die verbraucht ein Auto, die braucht Kleidung, die braucht Nahrung, die braucht Wohnung. Das sind alles wertverzehrende Dinge, denen sie aber nichts Wertschöpfendes dagegen setzt. Das heißt, diese Person zieht das Land runter. Und davon haben wir mittlerweile, ich meine, ein Land verträgt natürlich jede Menge, aber eben nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und mittlerweile sind wir bei einer Staatsquote von 52%, eine steigende Tendenz angekommen. Das hat noch nie funktioniert. Die Demokratie ist tot. Die liegt in den letzten Zuckungen. Aber diese Zuckungen werden noch ganz viele Menschen in den Abgrund reißen, wenn du dich dahin begebst. Das ist wie ein Ertrinkender, die Demokratie. Da ertrinken sie. Und die sind fast schon ertrunken. Und die ziehen dich mit in den Abgrund mit irgendwelchen sirenenhaften Äußerungen, wie bei Odysseus. Ja, diese Leute, die sind alle schon in der Vorbereitung, um dich demokratisch stinkend ohnmächtig zu machen, zu einer Nullnummer. Die Mehrheit, ja. Und das ist auch ein interessanter Punkt, ja, weil ich ja auch oft gehört habe, ja, es wird eine Diktatur, eine Art Hygienediktatur installiert. Und auch ich persönlich hatte eher Angst vor dem übergriffigen Staat als vor dem Virus. Okay, das war so meine Angst in dieser ganzen Sache. Und trotzdem musste man ja feststellen, dass die Mehrheit diesen Kurs mitträgt. Und da habe ich mir wieder überlegt, ja, dann tut's mir leid, dann ist es keine Diktatur, weil offenbar die Mehrheit es gut findet. Vielleicht ist es ja dann trotzdem eine Diktatur, ich weiß es nicht. Nur könnte man ja argumentieren, ja, es ist demokratisch, weil die Mehrheit möchte es so. Ich erinnere, jetzt ganz aktuell war der Hashtag Wir wollen Maskenpflicht. Und in Deutschland gibt es tatsächlich im Verhältnis zu anderen Ländern eine gewisse Mehrheit, die diesen Kurs auch ohne mit der Wimper zu zucken mitgetragen hat, aufgrund von Solidarität, weil na, man kennt die Argumente. Also das heißt, wie kann man sowas als Diktatur bezeichnen, wenn die Mehrheit es so freiwillig mitträgt? Ja, diese mickrigen Typen, die hatten überhaupt keine Grafik. Die waren so sehr mit sich verstrickt, dass sie das Härtere, das Stärkere, das Radikalere gar nicht mehr wahrgenommen haben. Da hatten sie nichts gegen auszusetzen. Adolf Hitler hat einfach den Demokratiespieß umgedreht, hat sich demokratisch wählen lassen und die Dinger dann einfach verboten, demokratisch. Genauso werden die Gefangenenlager der Zukunft demokratisch organisiert sein, demokratisch verwaltet werden und die Henker werden Demokraten sein. Das steht ja wohl jetzt schon fest. Das ist ja wohl jetzt schon komplett in Arbeit. Und wer das nicht sieht,
ist am Weltverbrechen der Zukunft beteiligt. Und da werden alle dran glauben müssen, weil die Weltdiktatur der Demokratie nur Beifang produziert. Die wirft ihre Netze aus, nimmt alles Lebendige an Bord, prügelt es tot und wirft die tote Masse zurück ins Meer. Das ist Demokratie. Es kann zum Beispiel den Begriff Mehrheitsdiktatur verwenden, den es auch schon seit Alexis de Tocqueville gibt. Die Tyrannei der Mehrheit, die in demokratischen Systemen auch immer angelegt ist. Das hat er schon vor 200 Jahren sehr, sehr weitsichtig gesehen, dass wir dazu tendieren, in demokratischen Gesellschaften eben, ja, vielleicht auch aus einer gewissen Bauchentscheidung oder wenn man den Menschen bestimmte Belohnungen gibt, wenn man sie bestraft für eben nicht gutes Verhalten oder wenn man sie auch manipuliert, dass man dadurch demokratische Mehrheiten erzeugen kann. Und meines Erachtens ist ganz klar zu sehen, dass die Medien und die Politik Manipulation und Propaganda benutzt haben, um diese Zustimmung zu ihrem Kurs zu erzeugen. Und das kann man dann mehrheitlich nennen und das kann man dann immer noch demokratisch nennen. Aber es ist nicht die Idee von Demokratie, wie sie eigentlich sein sollte, die ja auf Aufklärung und Autonomie der des zur Demokratie befähigten Bürgers setzt, der aufgeklärt und ohne sich in Angst versetzen zu lassen und gut informiert jetzt urteilen soll. Das ist über diese Zeit nicht geschehen. Einer allein hat die Macht. Und jeder soll der Macht dienen. Und die Macht braucht die Angst. Die Macht braucht die Angst. Hüte das Buch des Wissens vor dem Auge jedes anderen. Wenn du ideologielos bist, bist du das Stärkste auf diesem Planeten. Dazu benötigen Sie nichts weiter als 15 Stunden fantasievoller chirurgischer Behandlung, für die es nur eine Handvoll Spezialisten gibt? Ich dachte, wir würden mit der neurophysiologischen Arbeit aufhören und uns auf praktische Arbeiten konzentrieren. Diese Entdeckung führen zum Kernstück. Ich werde keine Arbeit einstellen, die Antwort geben könnte. Ich lasse die Finger nicht von einem Gebiet, welches das Kernstück der Lage ist. Die 10. und letzte Propagandaregel: Wer unsere Propaganda in Zweifel zieht, arbeitet für den Feind und ist damit ein Verräter. Im ideologischen Sinne, wer unsere Dogmen ketzerisch kritisiert, ist ein Leugner und gehört verbannt und vogelfrei. In einem Informationskrieg werden gegenwärtige Informationen und kritischen Meinungsverschiedenheiten bekämpft und missionierend unterbunden. Dieses letzte Prinzip ergänzt alle anderen. Wer auch immer nur ein einziges der Prinzipien in Frage stellt, ist notwendigerweise ein Kollaborateur. Es gibt nur zwei Bereiche, Gut und Böse. Man kann nur für oder gegen das Böse sein. Wer nicht politisch auf einer Linie ist und die Leitmedien in Frage stellt, wird in einem totalitären System dämonisiert und mit allen Mitteln existenziell bekämpft. Die herrschende Meinung in einer Scheindemokratie ist keine Meinung von der Masse oder machtunabhängiger, sondern ist eine Meinung einer kleinen Gruppe, die durch Propaganda von der Masse getragen wird. Wissen ist Macht. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass jetzt große Stiftungen oder Privatpersonen, reiche, mächtige, machthabende, faktisch machthabende Menschen massiven Einfluss auf die Medien nehmen und damit natürlich die Kontrollfunktion aushebeln. Aber noch schlimmer wird es natürlich, wenn der Staat das macht. In Russland sagen wir um Gottes Willen, der Staat nimmt Einfluss auf die Medien, das ist Propagandamedien und in China und in vielen anderen Ländern auch. Würde bei uns nicht passieren? Nicht ganz. Gerade ganz vor wenigen Tagen hat die amerikanische Regierung, die US Department of Homeland Security, die Heimatschutzbehörde, eine neue Abteilung ins Leben gerufen. Das Disinformation Governance Board. Meine Damen und Herren, die haben das Wahrheitsministerium geschaffen. Die haben mal eben, das wurde in der Öffentlichkeit gar nicht groß diskutiert, es wurde dann in einer Notiz bekannt gegeben, dass das jetzt gegründet ist. Es wurde im Vorfeld nicht diskutiert. Es wurde jetzt bekannt gegeben, das wurde gegründet, und zwar hier am 27. April 2022, ganz aktuell vor wenigen Tagen,
das Disinformation Governance Board, also die sich gegen Desinformation, Falschinformationen richten und dafür Sorge tragen, dass in Amerika und natürlich dann idealerweise auch in der ganzen westlichen Welt keine Falschinformationen verteilt werden. Und Falschinformationen, das entscheidet dann die US-Regierung, was Falschinformationen sind. Also alles, was nicht ihren Interessen entspricht, ist eine Falschinformation. Das ist ja logisch. Jede Regierung würde das so handhaben, zu sagen, hey, meine Interessen first. Und alles, was nicht meinen Interessen entspricht, ist eine Falschinformation. Also das nicht so anzuwenden, wäre ja ein Wahnsinn. Und entsprechend hat man jetzt dieses Wahrheitsministerium geschaffen, das eben jetzt überall Einfluss nehmen soll auf die Medien, um eben, und wo immer es möglich ist, um missliebige Informationen zu unterdrücken, kann man sagen. Und Vorsitzende dieses Ausschusses ist Nina Jankovic. Meine Damen und Herren, das Ding wird noch spannender. Nina Jankovic, das ist die junge Dame hier, die war auch in der Ukraine aktiv, und zwar hat sie dort für das Außenministerium der Ukraine gearbeitet, im Zusammenhang mit den USA. Sie hat auch ein Buch geschrieben, oder mehrere Bücher, eines, wie man den Informationskrieg verliert, und sie hat auch für Washington Post und New York Times gearbeitet. Also die ist schon eine Expertin für Desinformation, und als solche überwacht sie jetzt, wie man im Interesse des Staates Informationen aus der Welt schafft und sie nicht verbreiten lässt, die man nicht haben möchte. Meine Damen und Herren, machen wir uns den Spaß. Die Dame hat vor wenigen Tagen ein Video online gestellt bei TikTok. Vielleicht haben Sie es schon gesehen, wenn nicht, es ist es wert, sich anzuschauen. Ich bin aus dem Kopfschütteln nicht rausgekommen. Ich bin gespannt, wie es Ihnen geht. Das ist die Chefin der amerikanischen Behörde für Macht, Desinformation, also die Chefin des Wahrheitsministeriums der USA. Meine Damen und Herren, wir präsentieren Nina Jankovic. Wandering is really quite ferocious. It's when a huckster takes some lies and makes them sound precocious by saying them in Congress or a mainstream outlet. So disinformation's origins are slightly less atrocious. It's how you hide a little, hide a little lie. It's how you hide a little, hide a little lie. It's how you hide a little lie. When Rudy Giuliani shared bad intel from Ukraine, or when TikTok influencers say COVID can cause pain, they're laundering disinfo when we really should take note and not support their lies with our wallet, voice or vote. Oh, information laundering is really quite ferocious. It's when a huckster takes some lies and makes them sound precocious by saying them in Congress or a mainstream outlet. So disinformation's origin seems likely less atrocious. Also die allermeiste Fernsehwerbung ist 0,0 informationshaltig. Also da ist einfach gar keine Werbung drin. Wenn Sie ein bisschen so Revue passieren lassen, Freude am Fahren. Die allermeiste Werbung hat gar keine Information. Und wenn sie Information hat, dann meistens sehr, sehr einseitig oder Desinformation. Demokratie ist tot! Demokratie ist weg! Dieses Pissding ist kaputt gegangen! Nicht mehr reformierbar! Keine Make-up-Situation mehr! Diese ganzen Typen, die momentan unterwegs sind und als verfeinerte Leberwürste, immer verfeinerte Leberwürste der Weltdiktatur der Demokratie erzeugen wollen. Wozu führt denn das? Gibt doch nur eine Meinung. Einfach nur eine pupsdemokratische. Die haben alle eine Meinung. Sie ist pupsdemokratisch. Wie kacke. Wir lassen hier überhaupt nichts mehr zu. Es ist überall Demokratenposse. Ja, irgend so ein Buch wird gerade als rassistisch gekennzeichnet. Leider ist es nicht rassistisch. Leider! Es ist überhaupt nicht interessant, es ist einfach nur Demokraten-Ulk. Genau, es ist eine Demokratenposse. Aus minimalsten Dingern werden riesige Elefanten gemacht. Das Wesentliche wird aber überhaupt nicht bedacht, dass wir vielleicht in einer falschen Regierungsform leben. Das ist doch mal eine Ansage. Wir leben in einer total falschen Regierungsform. Das ist doch charmant, liebevoll. Das Problem an der Wurzel packen, nicht immer kosmetisch. Ja, einfach raus mit der Wurzel und dann was anderes zulassen. Zumindest darüber sprechen, ob es nicht vielleicht was ganz Geiles anderes gibt. Nein, die Leute kommen immer mit diesen alten Mustern. Hallo, heute mal ein Video zu einem ganz anderen Thema. Und zwar hat mich meine Frau zu diesem Video gedrängt.
Sie sagt nämlich, wir müssen etwas gegen diese Satire tun, ne? Gegen diese Satire, die sich in Deutschland ausbreitet. Gut, viele von euch werden jetzt vielleicht sagen, ein Satireverbot bedeutet ja Zensur. Ja, aber das stimmt nicht, denn bei einer Zensur sind ja Meinungen verboten. Ja, aber sowas hat ja keiner vor, sondern wir wollen ja nur falsche Meinungen verbieten. Gut, am besten erkläre ich euch das mal anhand eines Beispiels. Also, wenn eine Mutter in Deutschland sagt, mein Kind sollte gegen Corona geimpft werden, und zwar mit BioNTech, dann ist das eine legitime Meinung. Ja, du kannst aber auch eine ganz andere Meinung haben. Zum Beispiel könnte eine Mutter auch sagen, ich möchte, dass mein Kind lieber mit AstraZeneca geimpft wird, anstatt mit BioNTech. Ja, das wäre auch eine legitime Meinung. Das heißt, wir haben also in Deutschland einen großen Meinungskorridor. Ne? Bloß eben so abwegige Meinungen sind verboten, wie zum Beispiel eine Impfung gegen Corona bringt Kindern keinen Nutzen, ne? Sondern die Risiken überwiegen den Nutzen. Ja, das wäre zum Beispiel keine Meinung mehr, weil das wäre eine Fehlinformation, ne? Fake News. Ja, und sowas muss natürlich verboten werden. Gut, an dieser Stelle eine kleine Nebenbemerkung. Und zwar vielleicht fragt ihr euch, wo ihr zuverlässige Informationen zu den Impfstoffen bekommt. Ja, da kann ich also nur die Regierungs-YouTube-Kanäle empfehlen, wie zum Beispiel Mr. Wissen2Go oder besonders den Kanal von MyLab. Ne? MyLab hat studiert, die kennt sich aus. Und selbst wenn sie mal keine Ahnung hat, dann kann sie ja ihren Mann fragen, der ist ja Direktor bei einem Impfstoffhersteller, ne, der mit BioNTech zusammenarbeitet. Ja, also da gibt es das echte Fachwissen. Gut, aber kommen wir zum eigentlichen Thema zurück, zu den Satirikern. Was ich besonders schlimm finde an diesen Satirikern, das ist, dass sie sich über Dinge lustig machen, die anderen Menschen heilig sind. Er hat immer noch Muskelfunktion. Es sind Überlegungsgewalten, über die er verfügt. Er könnte gezähmt werden, Sarah, verstehen Sie? Er könnte dazu gebracht werden, sich so zu benehmen, wie wir es wollen. Ich werde beweisen, dass diese Kreatur gezähmt werden kann, ohne chirurgische Eingriffe. Da wir jetzt wissen, wer Sie sind, werden wir auch mit Ihnen fertig werden. Wir werden Sie kontrollieren. Das müssen wir machen, Sarah. Das ist unsere einzige Hoffnung. Also wir sind nur eure Diener. Wir wollen nur, dass ihr immer das Beste und Hübste und Coolste habt. Also dazu muss man wissen, dass wir pro Tag, jede von uns, ungefähr 3000 Werbebotschaften pro Tag aufnimmt. Vom Einschalten des Radioweckers am Morgen, wo uns die erste fröhliche Werbebotschaft berauscht, bis zum Abstellen des Fernsehers um 23 Uhr, wo die letzte fröhliche Werbebotschaft vor uns klimmert. Also wir nehmen pro Tag etwa 3000 Werbebotschaften auf. Es gibt Werbekampagnen für zweijährige Kinder. Unsere Kinder sehen im Jahr ungefähr 20.000 Werbespots. Und wir werden also, und eine andere Zahl von einem großen Werbefachmann, der sagt, wenn wir 66 Jahre alt sind, so in der westlichen Welt im Durchschnitt, werden wir im Schnitt 2 Millionen Fernsehwerbespots gesehen haben. Das sind 8 Stunden pro Tag, 7 Tage die Woche, 6 Jahre lang. So viel Fernsehwerbung schauen im Durchschnitt in der westlichen Welt, von Dänemark bis USA. Also, und dann sagt man, wir wollen das so. Also ab dem 2. Lebensjahr wird uns eingeimpft, subkutan oder auch richtig intravenös, ihr braucht das Hipste, Schickste und Coolste. Und dann sind wir 18 und fragt, was wollt ihr haben? Juhu, wir wollen das Hipste, Schickste und Coolste. Also, das ist doch ein Spiel mit etwas gezinkten Karten. Der Vorwurf, wir Konsumenten wollen das, das ist einfach, ja, vorsichtig ausgedruckt, unfair. Ja, denn ich würde mal sagen, ohne Werbung würden wir vieles von dem nicht wollen. Noch zur Verbreitung, ein kurzer Blick in die Geschichte. Einer der obersten Chefs von General Motors, war damals einer der größten Automobilkonzerne der USA, der hat in den 20er Jahren gesagt, our big job is to hasten obsolescence. Unsere große Aufgabe ist, Obsoleszenz zu beschleunigen. Also die haben echt die Ingenieure dran gesetzt, macht die Autos weniger haltbar. Es gibt auch eine Fülle von Beweisen dafür, dass die von den Reifen beginnen bis zum Kotflügeln. In den 50er Jahren ist es ganz stark dann umgesetzt worden, dass die
Die haben sie auch ganz erfrischend offen doch gesagt. Ja, heute sagt sowas kein Mensch, weil das wäre sehr geschäftstätig. Heute tut man es, aber redet nicht drüber. Die Schulden- und Finanzkrise ist ein reines Getue und Gemache, meine Damen und Herren. Seit 6 Jahren beschäftigen wir uns mit einer Krise, die nur einen einzigen Grund hat: immer mehr Menschen, die echte Arbeit haben, zu Arbeitssklaven weiter zu degradieren. Die Löhne der arbeitenden Menschen immer weiter zu senken, das ist die Aufgabe dieser Finanzkrise. Denn die Finanzkrise an sich lässt sich mit einem Schnips lösen. Das Ressourcenproblem lässt sich nicht lösen. Sie können nicht beliebig viel Erz aus dem Erdreich holen. Geld? Was ist denn Geld? Geld ist eine Fantasie. Sie glauben, dass Sie für das Papier, das bedruckt ist und in Ihrem Portemonnaie schlummert, morgen noch Brötchen kaufen können. Ja, der Glaube ist schön. Kann aber sein, dass der Bäcker morgen sagt, oh, wissen Sie was, bedrucktes Papier finde ich blöd. Geben Sie mal Ihre Armbanduhr, da können Sie Brötchen haben. Dann sagst du, die wollte schon der Metzger haben. Dann sagt er, ja, da essen Sie mal die Wurst ohne Brot. Ne? Ja, Sie lachen, das ist den Menschen in Deutschland auch schon mal passiert. Geld kann seine Wert von heute auf morgen komplett verlieren. Geld ist nichts, Geld ist eine Fantasie. Und was sind Schulden? Die Schulden des einen sind das Vermögen des anderen. Das hat uns doch nur nie einer richtig erklärt. Der Kapitalismus lebt davon, dass er die Menschen blöd hält, damit sie nicht begreifen, wie das Finanzsystem funktioniert. Oder, naja, in einem Werbemagazin stand 1928 in den USA: An article that does not wear out is a tragedy for business. Ein Artikel, der nicht kaputt geht, ist eine Tragödie fürs Geschäft. Ein wahres Wort. Ein wahres Wort, das ist eine Tragödie. Also Henry Ford hat gesagt, wer einmal ein Fahrzeug von uns kauft, soll sein ganzes Leben keins mehr kaufen. Ja, also das ist eine Tragödie fürs Geschäft. Ja, das kann sich einer leisten, der 60% Marktanteil hat wie Henry Ford. Aber also ich will Ihnen nur sagen, je länger lebig, umso schlechter fürs Business, umso schlechter für den Profit. Also das gibt da einen starken Anreiz, die Lebensdauer runterzubringen. Und 1958 ein letztes Zitat von Brooke Stevens, das war einer der führenden Entwicklungsingenieure der USA, der hat 1958 gesagt: Our whole economy is based on planned obsolescence. Unsere gesamte Ökonomie basiert auf geplanter Obsoleszenz. Sagt der 1958, wo wir hier noch mit dem Wiederaufbau beschäftigt waren, ja, und wo auch unsere Autos dreimal so langlebig waren wie die von den Amerikanern, weil die haben nicht mehr Wiederaufbau gehabt, die haben schon Sättigung gehabt. Also das sind jetzt so ein paar historische Zitate, die eigentlich zeigen, dass das als Phänomen es spätestens seit den 20er Jahren wirklich vor allem von den USA kommend ein Massenphänomen, eine Massenstrategie, eine Absatzstrategie war. Es gibt verschiedene Absatzstrategien, wie kann ich mehr Dinger verkaufen, und eine Strategie davon ist Haltbarkeit runter und die Konsumenten kaufen mehr. Die Auswirkungen von dem Ganzen sind natürlich je nach Zielgruppe unterschiedlich, ja, für die Aktionäre sehr positiv, aber nicht, es gibt nicht nur Aktionäre, sondern in Deutschland arbeiten wir sehr viel mehr als nötig. Wir verschwenden ja nicht nur Ressourcen und Kraft, sondern auch unsere Arbeitskraft, unsere Intelligenz. Jeder von uns könnte ungefähr 14 Tage mehr Urlaub im Jahr haben, wenn man geplante Obsoleszenz abschaffen würde. 14 Tage Jahresurlaub ohne einen Pfennig weniger, ohne ein Produkt weniger. Einfach, wenn wir halt schlechte Produkte kaufen und immer Glühbirnchen doppelt so viel brauchen wie nötig und doppelt so viel Drucker wie nötig, ja, da arbeiten wir ja ganz umsonst. Also da könnten wir uns manches an Arbeit sparen. Das andere ist, dass wir einige Großkraftwerke laufen lassen, nur für diese geplante Obsoleszenz, dass wir ungefähr 7 Großmüllverbrennungsanlagen abschalten könnten, wenn wir nicht so viel schlechte Glühbirnchen, so schlechte Drucker und so schlechte andere Sachen herstellen würden. Also das ist ja schon, hat ja massive, nicht nur gesellschaftliche, sondern auch massive Umwelt- und Ressourcenauswirkungen. Aber es hat keine Chance. Denn wir leben in einer Demokratie und Sie bekommen in unserer Demokratie bei einer demokratischen Wahl keine Mehrheit für eine Politik, von der 80% der Bevölkerung wirtschaftlich profitieren würde. Kriegen Sie keine Mehrheit für. Sie kriegen jederzeit eine Mehrheit für eine Politik, von der die reichen 10% profitieren. Denn die Politik wird seit 40 Jahren gemacht und gewählt. Bringt es denn Arbeitsplätze? Oder andersrum ausgedrückt, wenn wir es einstellen, bricht unsere Wirtschaft ein und wir haben 2 Millionen Arbeitslose. Das ist ein ganz häufig gehörtes Argument. Ist falsch. Weil wenn ich was Dummes arbeite, dann ist es eine dumme Arbeit. Das ist wie Löcher ausschütten und wieder zuheben. Natürlich schafft es 1 Million Arbeitsplätze, aber das haben wir gemacht im Ersten Weltkrieg. Viele, viele Löcher ausgehoben, zugeschüttet. Ja, das Ergebnis war fatal. Ja. Also
dumme Arbeit ist einfach dumme Arbeit. Dann sollte man solche benennen und unsinnig und einfach einstellen. Sagen wir, machen wir alle 14 Tage mehr Urlaub. Ja, die Schweizer haben vor 3 Jahren darüber entschieden, wollen sie 4 oder 6 Wochen Jahresurlaub. Sie haben sich für 4 Wochen entschieden, weil sie gesagt haben, sonst sind wir nicht wettbewerbsfähig. Ja, wir in Deutschland haben 6 Wochen Jahresurlaub und sind sehr wohl wettbewerbsfähig. Also da wird immer mit dieser Angst, Wettbewerbsfähigkeit und so argumentiert. Das ist in meinen Augen vollkommen falsch. Ja, wir könnten einfach die Urlaubszeit kollektiv erhöhen und dann ging es uns nicht nur schlechter, sondern viel besser. Dann haben wir 3 Wochen mehr Zeit für unsere Kinder oder für andere sinnvolle Dinge. Also wenn wir dieses einstellen würden, dann würden unsere Reallöhne steigen und uns ging es real letztlich besser. Und diese reichen Familien, meine Damen und Herren, die brauchen keinen Schießbefehl, die brauchen keine Mauer, die brauchen keine Stasi. Die haben den Stacheldraht durch die Köpfe der Menschen gezogen. Wenn Sie 40 Jahre lang den Wirtschaftsteil solcher Zeitungen gelesen haben, dann ist es auch zu spät. Das habe ich inzwischen begriffen. Ich sehe es den Menschen jeden Abend an. Ich kann doch gar nicht recht haben. Sonst müssen Sie ja zugeben, dass ich 40 Jahre lang für blöd verkaufen lassen und dafür noch Geld bezahlt habe. Beschäftigung durch Wachstum, kapitalgedeckte Altersversorgung. Mein Lieblingssatz ist Soziales, was Arbeit schafft. Da würde kein Mensch widersprechen. Ich würde sagen, Herr Pofalla, wenn ich Ihnen Ihre Hackfresse mit einem Baseballschläger zertrümmer, schafft das im Krankenhaus jede Menge Arbeit. Diejenigen, die der einen Weltregierung gehorsam und unterwürfig sind, werden mit den Mitteln zum Leben belohnt. Also ich schau mal da, das ist ja genau das, was wir gerade angehen. Das heißt, ob es jetzt mit Hartz IV oder mit dem Grundeinkommen. Das heißt, ihr bekommt genau so viel, damit ihr gerade überleben könnt, aber ihr müsst gehorchen, ihr lasst euch impfen, ihr kriegt eine ID, eine Identifikationsnummer und die da weitermachen dürfen, die sind dann sozusagen die Schafe. Das verstehen die Leute nicht. Die denken, oh, das geht immer so weiter, mein Haus, ich gehe irgendwann mal in 40 Jahren in Rente. Und die kapieren nicht, dass ein Moment gestartet ist, der nicht, so gut wie nicht mehr zu stoppen ist. Es wird keine in 40 Jahren geben, so wie es unsere Eltern vor 40 Jahren gedacht haben. Das wird es so nicht geben. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, das Ganze ist ins Rollen gekommen. Und warum soll das Ganze jetzt gestoppt werden? Weil montags ein paar Leute spazieren gehen, die tun den Kessel ein bisschen, den Druck rausnehmen. Das Ganze ist ins Rollen gekommen, der Plan wird verfolgt und es geht immer voran. Das kann man nicht aufwärmen. Demokratie kann man auch nicht mehr aufwärmen. Das ist eine ganz dünne Suppe. Davon wird überhaupt keiner mehr satt. Die Suppe wird immer dünner, immer dünner, immer dünner. Was passiert, wenn erstmal die Luft, die wir atmen, demokratisch was kostet? Gucken Sie sich den Film Total Recall an mit Arnold Schwarzenegger. Ja? Oder überhaupt die Science-Fiction-Filme, die das alles schon behandeln. Dann wird es ganz bitter und das wird alles demokratisch legitimiert. Ja, die Vernichtung der Menschheit, die wird demokratisch vollzogen. Das ist sowas von zynisch, das ist unfassbar und das ist jetzt schon klar, wenn man nicht ganz dumm ist. Die Katze ist aus dem Sack. Der Menschheit droht eine Nahrungsmittelkrise. Das prophezeit uns das Weltwirtschaftsforum in Davos. Der vor über einem halben Jahrhundert gegründete Club der Superreichen ist heute die wohl mächtigste NGO. Sein Chef, Professor Klaus Schwab, gilt als einer der wichtigsten Vordenker und umtriebiger Planer unserer Zukunft. Derzeit bereitet er den Great Reset vor, den Neustart der Welt, das Oberthema des nächsten Weltwirtschaftstreffens. Um auf die Zukunft vorbereitet zu sein, kamen im Jahr 2015 über 60 Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik in Washington zusammen. Dort, im Hauptsitz des World Wildlife Fund, widmeten sie sich einem Planspiel namens Food Chain Reaction. Aufgabe war die Simulation einer Welternährungskrise. Die Krise sollte 5 Jahre später, also 2020, beginnen und bis 2030 andauern. Geplant wurden 2 Hungersnöte, die erste für 2022. Diese führe bereits zu einer Vervierfachung der Preise. Seltsam. Bei Nahrungsmittelknappheit pflegen die Preise zu explodieren. Die Vervierfachung ist eine bescheidene Prognose. Ein solches Statement setzt genau genommen voraus, dass erst die Verknappung und dann die Preise gelenkt werden.
Enden würde die Hungerwelle erst im Jahr 2025, denn dann höbe die EU ihre vielen Umweltauflagen für die Landwirte auf. So das Spiel. Wir reden hier nicht über Hirngespinste, sondern über die politischen und wirtschaftlichen Ansagen der Mächtigen. Inzwischen schreiben wir das Jahr 2020 und siehe da, der Hunger hat begonnen. Die Covid-19-Pandemie, schreibt beispielsweise Michael Thackeray, UN-Sonderberichterstatter, ich zitiere, hat sich schnell zu einer Hungerkrise entwickelt. Die Lebensgrundlage der Menschen wird dezimiert und sie können es sich nicht mehr leisten zu essen. Soweit das Zitat. In der dritten Welt ist die Lebensmittelversorgung vielerorts bereits zusammengebrochen. Der Lockdown blockiert den Broterwerb und die Lieferung von Nahrung. Durch die Reisebeschränkungen für Erntearbeiter verrotten vielerorts die Ernten auf dem Feld. Zurück zur Presseerklärung von 2015. Die steht nicht umsonst auf der Website von Cargill. Das Unternehmen nahm eine führende Rolle beim Planspiel ein. Schließlich handelt es mit Agrargütern, mit Weizen, mit Soja, mit Fleisch. Cargill erklärte dazu, man brauche diese Simulation, um, ich zitiere, plötzliche Marktverzerrungen zu vermeiden. Sprich, um mit dem Mangel geordnet Geld einzusammeln. Für den Fall einer Verknappung wolle der Konzern vorsorglich Getreide einlagern, also horten. Über die Entstehung der zweiten Krise, die laut Spiel den Globus erfasst, ist noch wenig bekannt. Auf der Cyber Polygon Konferenz im Juli 2020 erklärte der Managing Director des Weltwirtschaftsforums, Jeremy Jürgens, dass es seiner Meinung nach, ich zitiere, eine weitere Krise geben wird. Sie wird gravierender sein. Sie wird schneller sein als das, was wir mit Covid gesehen haben. Der Impact wird größer sein und folglich werden die ökonomischen und sozialen Auswirkungen einschneidender. Soweit das Zitat. Ein reizendes Detail des plangespielten Hungers in 2022 ist eine Fleischverknappung. Dabei hilft eine Sondersteuer. Was mit den Völkern passiert, die durch einen Mangel an hochwertiger Nahrung destabilisiert werden, die durch Teuerung finanziell ausbluten, deren Zivilisation kollabiert, war dem Planspiel nicht zu entnehmen. Vorhersehbar wird die Steuer damit begründet werden, dass man Anbaufläche für Viehfutter sparen wolle, um damit die Menschen zu ernähren. Doch das Gegenteil trifft zu. Erst ein Verbot der Tierhaltung führt in den Mangel. Das liebe Vieh erzeugt auf Flächen, auf denen keine Nahrung für den Menschen angebaut werden kann. Also karge Böden, Weiden, Hochebenen, köstliche Speise. Weltweit sind 2/3 der Agrarfläche nur für Tiere geeignet. Der Landwirt nutzt jede Fläche, um Nahrung anzubauen, weil er damit einen höheren Gewinn erzielt, das mit Futter. Bei der Verarbeitung von Rohstoffen fallen Unmengen Frucht- und Gemüseabfälle an. Erdnussschalen, Treber, Pressrückstände, Ölexpeller, missratenes Brotgetreide. Das alles wird an Rinder, Geflügel und Schweine verfüttert und diese liefern Milch, Eier und Fleisch. Fleischmangel führt meist zu Rebellion und Krieg. Deshalb konnten Experten bereits 2015 Unruhen für 2022 vorhersagen. Dadurch würden, so Dave McLaughlin vom World Wildlife Fund, ich zitiere, einige Staaten zusammenbrechen. Im Jahr 2030 würden wir, so das Weltwirtschaftsforum in seinem 8-Punkte-Plan, viel weniger Fleisch essen. Der US-Senator Tom Daschle, Mentor der Spieler in Washington, erklärte laut Cargill schon 2015, das Spiel sei, ich zitiere, viel näher an der Realität, als sie denken. So entpuppt sich eine humanitäre Katastrophe als geplanter Notstand, der dann wohl den Opfern als Strafe für Klimasünden inszeniert wird. Schwab hat als erster der peinlichen Schulschwänzerin Greta T. in Davos ein internationales Forum geboten. Mit diesem Coup kam er seinem erklärten Ziel, eine globale CO2-Steuer einzuführen, ein gutes Stück näher. In diesem politischen Spiel sind unsere Bauern wieder einmal jene Figuren auf dem Schachbrett, die in der ersten Reihe stehen und als Erste geopfert werden. Seit Jahren wird ihnen die Arbeit mit abstrusen Vorschriften vergelt.
treibende Kraft und Schützer, die mühsam gerodete Wälder, die über Jahrhunderte in fruchtbares Ackerland mit fetten Humusschichten verwandelt worden waren, wieder der Natur zurückgeben. Dann die Garottierung von Pflanzenschutz und Düngung, die Förderung von Bio, was letztlich subventionierte Missernten bedeutet, weil die Erträge nur etwa halb so hoch sind wie bei ordnungsgemäßer Anbautechnik. Nutznießer dieses Spieles sind Unternehmen wie Cargill, die mit Weizen, mit Soja, mit Fleisch, mit Mais spekulieren. Allerdings brauchen sie bald neue Abnehmer für den Soja-Expeller ihrer Ölmühlen, der bisher in den Trögen der Mastschweine landete. Zum Glück haben sich bereits viele junge, ernährungsbewusste Damen als würdige Nachfolger der Borstentiere erboten. Sie kämpfen für mehr Soja auf den Tellern. Da Sojaeiweiß reichlich weibliche Hormone enthält, führt regelmäßiger Verzehr zu Unfruchtbarkeit. Damit kommt die Umweltbewegung dem Ziel, die Weltbevölkerung auf natürlichem Wege zu dezimieren, einen Schritt näher. Die Vorstellung, man solle die Menschheit unter 500 Millionen halten, um das Gleichgewicht mit der Natur zu bewahren, ist alt. Schon 1977 hatte sie der Club of Rome angeregt. Heute sprechen Ökoaktivisten von Erdüberlastung. Eine Reduktion der Erdbevölkerung sei Gebot der Stunde. Naturkatastrophen lassen sich gewöhnlich nicht planen. Dennoch scheint man über Eintritt und Verlauf gut informiert zu sein. Diesmal war das Vorwissen keine Hexerei. Die schwindende Aktivität der Sonne lässt ein kaltes Jahrzehnt und damit schlechte Ernten erwarten. Die Preise für Agrargüter an den Rohstoffmärkten steigen seit Anfang des Jahres. Solarphysiker haben schon vor Jahren eine deutliche Abkühlung für 2020 vorhergesagt. Sie soll bis 2030 dauern. Daher kannten die Spieler den rechten Zeitpunkt für das Szenario, damit sich der Great Reset leichter realisieren lässt. Den Menschen aber wird man erzählen, dass die Kälte nur der Vorbote einer schrecklichen Hitzeperiode sei. So, ansonsten haben wir natürlich noch ein paar spannende Themen, gerade aktuell von Twitter. Da hatten wir jetzt eine Meldung heute von Elon Musk. Der hat sich wieder mal geäußert. Das ist immer spannend, wenn der wieder was twittert und tweetet und sonst was. Er will jetzt Twitter, bei denen er schon 9% hat, komplett übernehmen. Er hat ein Angebot gemacht an die Aktionäre von Twitter. $54,20 Cash on the Dash. Nimm es oder lass es. Wenn er da entsprechend die Mehrheiten bekommt und die Aktien angetragen bekommt, dann ist er bereit, Twitter komplett zu kaufen. Geld genug hat er, wird auf über 260 Milliarden Vermögen geschätzt, da kann man auch mal Twitter kaufen, warum nicht? Möchte das Unternehmen dann auch von der Börse nehmen, komplett privatisieren, Alleinherrscher sein über dieses Unternehmen und entsprechend dann die Richtlinie bestimmen. Er sagt, er will das im Rahmen der freien Meinungsäußerung tun, dass hier keine Zensur mehr stattfindet etc. Nun, man wird sehen, Art 1, ob es überhaupt dazu kommt, Art 2, was er dann wirklich draus macht und ob dann alle zensiert werden, die sich dann schlecht über Tesla äußern oder nicht. Aber das wird dann die Zukunft zeigen. Jetzt feiert er sich erstmal natürlich auch von der Community als Held der freien Rede oder des freien Twitters. Er selbst hat das in den letzten Jahren Twitter extrem genutzt für seine Vorteile. Immer wieder Aktien, die er hatte, hochgehypt, kurz bevor er sie verkauft hat. Kryptowährungen hochgehypt, bevor er sie verkauft hat und runtergedrückt, bevor er wieder nachgekauft hat. Also hier ist Wildwest, kann man sagen. Und er spielt auf dieser Klaviatur wunderbar, hat Milliarden um Milliarden mit diesen Tweets verdient und wurde öfter mal gerügt dafür, aber mehr ist auch nicht passiert. Wie gesagt, inzwischen hat er 260 Milliarden, kann sich diesen Nachrichtendienst auch gleich selber kaufen, um dann noch besser seine Posts abzusetzen, um noch mehr damit zu verdienen. Also es ist wirklich, es hat mit rechtsstaatlichen Dingen wenig zu tun, was da passiert. Aber nun gut, so ist das halt heutzutage. Aber wenn man groß genug ist und die Taschen voll genug sind, dann kann man sich alles erlauben. Dann geht alles, hast du nichts in der Tasche, dann wirst du auch für die kleinlichsten Sachen hinter Schloss und Riegel gebracht. Aber das ist alles eine böse Unterstellung. Ne? Wir haben ja lupenreine Demokratie, in denen natürlich alle gleich sind vor dem Gesetz und alle gleich behandelt werden und keine Vorteile vor der Justiz hat. Aber nun denn, sei es drum. Ich wollte jetzt zunächst nochmal auf den Twitter-Kurs schauen. 54,20. Ich habe den mal hier aufbereitet. Gehen wir nochmal drauf. Der Twitter-Kurs.
Zuletzt war der bei $45,80 und ist jetzt eben das Übernahmeangebot bei $54. Da wird man sagen, oh, das ist ja schon, naja, ganz ordentlich. Und Elon Musk sagt auch noch, ja, ja, Freunde, das ist ja sogar 38% über da, wo ich eingestiegen bin. Ich bin ja hier unten eingestiegen und habe das da gekauft. Ja, Moment, er hat hier unten gekauft. Ne? Jetzt kommt seine Meldung, da ist es dann explodiert, nachdem bekannt wurde, dass er gekauft hat. Und jetzt haut er einen raus und sagt so, ich will es komplett übernehmen mit 54. Das heißt, der Aktienkurs, das ist, die Börse ist noch nicht eröffnet, während ich mein Video aufnehme, vorbörslich natürlich schon hier oben Richtung 54 gelaufen. Da, wo sein Übernahmeangebot ist, in die Richtung läuft das jetzt auch gleich, weil die Leute sagen, geil, der Musk zahlt ja 54 dafür. Das heißt, er hat da unten gekauft bei na, irgendwo paar 30. Jetzt ist es, schiebt er selbst den Kurs runter. Hoch Richtung 54 und sagt gleich, aber wenn ich nicht alle Aktien kriege, wenn das nicht aufgeht, dann trenne ich mich vielleicht von meiner Position. Das heißt, er wird dann hier rechtzeitig hier oben, noch bevor alle erfahren, dass er sich zurückzieht, wird er wahrscheinlich hier die Aktien, die er hat, einfließen lassen, zu den 54, zu denen er selbst hochgeschoben hat, um dann zu sagen, ach wisst ihr was, nee, ihr wolltet es mir ja nicht verkaufen, dann habe ich mich halt wieder davon getrennt. Übrigens, herzlichen Dank, jetzt bin ich nochmal 50 Milliarden oder wie viel auch immer reicher geworden. Also, meine Damen und Herren, das ist ein herrliches Spiel, was der hier spielt, der Elon. Aber wie gesagt, mal sehen, vielleicht übernimmt das ja tatsächlich, vielleicht übernimmt das nicht. Drauf zocken sollten wir nicht und aus solchen Spielchen idealerweise raushalten, weil du weißt nie, welchen Tweet der Gentleman oder andere in den nächsten Stunden absetzen und wieder alles ganz anders ist. Das hat man ja schon einiges gesehen. Ganz viele sind ja auf Telegram unterwegs. Telegram gilt ja auch als das Sammelbecken der Freiheitsdenkenden, derer, die sich kritisch äußern wollen, aber das unüberwacht und unzensiert machen wollen, die von WhatsApp und Co. geflüchtet sind, um auf Telegram sich auszutauschen, gilt so als das verruchte Medium bei vielen. Oh ja, und die Mainstream-Medien hauen da drauf, Telegram, oh, das sind die Verschwörungstheoretiker, das sind die Querdenker, die Bösen. Naja, und jeder, der da irgendwie sagt, ich traue den Mainstream-Medien nicht und der tatsächlich irgendwie sich mal heimlich absprechen. Der geht dann auch auf Telegram, meldet sich dort an, um sich da dann frei auszutauschen und da kann er dann auch ganz anders agieren, ganz anders sein Innerstes nach außen kehren. Weil, ja, der Pavel Durov, ne, der russische Unternehmer, der hat ja hier ein Hort der Freiheit, der Freiheitsdenkenden geschaffen. Tja, wenn die Geschichte nur so schön immer wäre, ne? Denn was die wenigsten Telegram-Nutzer wissen, ist, dass dieser Pavel Durov, der Telegram-Gründer, ja, dass der auch ein bekanntes Gesicht beim World Economic Forum ist. Ne? Also gerade bei dem Forum, den gerade die Nutzer von Telegram so die größten Misstrauen entgegenbringen. Aber ja, genau dieser Gründer Pavel Durov ist dort schon seit 2017 Mitglied als Young Global Leader und wird von World Economic Forum gesponsert, unterstützt und hofiert. Und ich will es mal so sagen, würde ich eine große, mächtige Organisation begründen wollen, die viele Feinde und Gegner hat, ja, ich würde es genauso machen. Ich würde genauso so eine Plattform schaffen, die dann als meine Opposition gilt, wo sich meine Gegner austauschen können, ohne dass ich erfahre, wer die sind. Und würde mich riesig freuen, dass sie sich dann alle freiwillig dort anmelden, ihr Innerstes nach Äußeren kehren und ich meine Listen anlegen kann, wer denn da alles was über mich sagt und wer denn da alles wo welche Probleme hat. Um in einigen Jahren, wenn ich vielleicht mal in einer anderen Position bin, diese Liste mal herauszunehmen und zu sagen, Moment mal, mein großes schwarzes Weihnachtsmannbuch. Wer hat denn da was gesagt? Wer hat denn da ein Problem mit mir? Deswegen, man muss immer sehr vorsichtig sein, was Dichtung und Wahrheit ist. Ich fand auf jeden Fall diesen Zusammenhang, dass ausgerechnet der Gründer dieses Rebellenkanals Telegram Mitglied beim World Economic Forum Young Global Leader Partnership ist. Selbst auch Wikipedia berichtet darüber. Nun, Wikipedia ist ja nun auch nicht mehr so die glaubwürdigste Quelle, gerade wenn es dann um politische Fragestellungen geht. Aber auch denen hat der liebe Pavel schon 2012 1 Million US-Dollar gespendet. Also der ist da doch schon lange ganz gut aktiv. Ne?
So, ach ja, passt in diese Runde rein, auch ganz aktuell von heute, die Luca-App, ne? Das ist ja nur zur Verfolgung der Corona-Infektionen und das ist ja immer böse Verschwörungstheorie gewesen, dass da mal was zusammengeführt wird, dass es mal dann auch mit Bezahlsystemen zusammengeführt wird und dass da eine totale Überwachung stattfindet. Das ist ja Verschwörungstheorie, muss man zensieren, das ist Fake News, ne? Und das hat auch überhaupt nichts damit zu tun, dass die sich jetzt Investoren an Bord holen, um eine Bezahlfunktion auf die Luca-App zu integrieren. Und wer weiß, was demnächst noch kommt, Personalausweisfunktion oder was auch immer, wir werden es abwarten. Aber böse Verschwörungstheorien, meine Damen und Herren, lassen sich davon bitte nicht irre machen. Das ist alles nicht so. Ne? Das ist nicht so. Meine Damen und Herren, Sie sehen, was hier passiert. Und wie macht man Elon Musk am meisten das Leben schwer? Er meint sich natürlich, mit den Leuten anzulegen zu dürfen, weil er so erfolgreich ist, weil er so reich ist, so viel Einfluss hat, so mächtig ist. Und genau da wird man ansetzen. Erstmal an seinem Ruf, an seinen Netzwerken und natürlich an seinem Geldbeutel. Und wie geht es am einfachsten? Tesla. Tesla ist natürlich eine seiner größten Geldquellen. Also wird man versuchen, die Tesla-Aktie unter Druck zu setzen, wo es nur geht. Ich würde momentan mich von Tesla-Aktien sehr fernhalten. Vollkommen egal, was man von dem Auto im Unternehmen hält. Aber hier kommt der volle Wind der amerikanischen Machtelite jetzt gegen Elon Musk, gegen Tesla. Und das geht zum Beispiel mit sowas hier los. S&P, muss man sich reinschmeißen, S&P cuts world's largest EV-Maker, also Tesla, from ESG-Index. Was heißt das? Es gibt einen sogenannten ESG, ne, also Nachhaltigkeitsindex, der ist ganz, ganz wichtig. Ja. Also alle möglichen Fonds der Welt müssen momentan darauf achten, nur ESG-konform, also Nachhaltigkeitskriterien entsprechend zu investieren. Das ist das große Thema derzeit in der Fondswelt. Und da geht es also um Billionen Größenordnungen. Und da werden natürlich die nachhaltigen Unternehmen kommen dort rein. Ja, und da hat man gesagt, naja gut, ein Elektroautohersteller wie Tesla, der bisher natürlich logischerweise in einem Nachhaltigkeitsindex ist, weil ja nachhaltig CO2, Autos, Verbrennungsmotor weg, Elektrofahrzeuge hin, also jeder Tesla-Fan, ich bin keiner, aber der wird sagen, natürlich mussten die da rein, welche Firma denn sonst? Ja, die haben es rausgeschmissen. Also Tesla ist jetzt nicht mehr in diesem Index. Man hat gesagt, nee, Tesla ist nicht nachhaltig genug. Die schmeißen wir raus. Da sind andere mit drin, ne? Da sind andere Autobauer mit drin, da sind Ölkonzerne mit drin, das ist kein Problem. Aber Tesla ist jetzt nicht mehr in diesem Index, was natürlich brutal auf die Tesla-Aktie haut. Und Musk regt sich natürlich fürchterlich auf, sagt, das ist ausgesprochener Betrug, was ihr hier macht. Aber so wird das Spiel nun mal gespielt, Elon. Also du hast das Spiel jetzt jahrelang auf der anderen Seite mitgespielt, als du diese Dinge im Positiven für dich nutzen konntest. Ja, und jetzt dreht sich das um. Jetzt dreht sich die Hand, die ihn bisher gefüttert hat, beißt er und die dreht sich jetzt voll gegen ihn. Und das passiert jetzt. Elon Musk wird jetzt von der amerikanischen Linken weitgehend zerstört. Das ist das, was momentan passiert. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir in den nächsten Monaten über Elon Musk alles noch erfahren. Tesla fliegt jetzt aus dem ESG-Index raus und man wird Elon Musk jetzt weiter unter Druck setzen und das wird sich natürlich auch entsprechend auf die Aktienkurse auswirken bei Tesla. Davon kann man ausgehen. So wird das Spiel nun mal gespielt. Das hat alles nichts mit Ehrlichkeit, Anstand und gutem Gewissen zu tun, was hier passiert, sondern einfach mit Macht, Geld, Gier und all diesen Themen. Die großen Verblender der Menschheit, Sie kennen das, Macht, Reichtum und Ruhm und deren Spielarten beobachten wir immer wieder und wundern uns, was da im großen Weltbild passiert. Wie wir alle wissen, führen biologische und soziale Veränderungen auch zu privaten Veränderungen innerhalb der Familie. Sie stehen nicht im Einklang mit den Parteibedürfnissen, denn sie führen zu einem Zusammengehörigkeitsgefühl, was letzten Endes immer zu Gedankenverbrechen führt. Du bist ein Gedankenverbrecher. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wo es keinen Orgasmus mehr gibt, werden auch die letzten noch vorhandenen Vorurteile gegen die Prinzipien von Ingsoc überwunden werden und einer künstlichen Befruchtung wird nichts mehr im Wege stehen. In anderen Worten, der unorthodoxe Wunsch nach eigenem Leben, der ständig die natürliche Entwicklung der Menschheit bedroht, wird durch den Organismus im biologischen Sinne nicht mehr unterstützt werden. Die Einführung der künstlichen Befruchtung in Verbindung mit einer Abschaffung des Orgasmus macht die Familie in wirkungsvoller Weise überflüssig, bis es nicht mehr möglich sein wird,
zu empfangen. Dann werden wir wahrscheinlich alle über diese miese, letzte, durchdemokratisierte Zeit lachen und werden sagen, mein Gott, wie durchideologisiert waren wir eigentlich, wie blindfischig waren wir eigentlich.